Hallo YouTube! Willkommen zu einem weiteren Not-So-Berry-Challenge-Stream, der vorletzte der roten Generation. Wir hatten hier gerade eine kleine Abstimmung und die meisten wollten, dass wir nur Gameplay machen, also hier gar nichts mehr groß einrichten. So ein paar kleine Sachen würde ich aber trotzdem gerne noch einrichten. Nicht zu viel, aber dass es einfach so ein bisschen gemütlicher ist. Und deswegen werde ich hier einfach so ein paar Möbel hier noch hinstellen, einfach damit es bisschen kuscheliger ist, weil so sieht es halt schon echt traurig aus hier, finde ich. Und das geht natürlich nicht, deswegen bauen wir hier noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Versprochen. Wenn euch das gar nicht interessiert, ihr sagt, boah, nee, Misha, das ist echt langweilig, das geht gar nicht. Könnt ihr gerne irgendwie 20 Minuten vorskippen oder so, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Aber ich beeil mich. Ja, dass wir einfach so ein bisschen was machen. So, das werden wir mal ein bisschen hoch. So. Dann kommt da noch ein Pflänzchen drauf. Weil es sieht sonst einfach traurig aus. Da gebt ihr mir doch recht, oder? Es ist sonst einfach ziemlich traurig. So, das ist schon ganz gut. Hier ist noch so eine Spielecke. Wobei die eigentlich auch weg kann. Ich räume das ja auch mal weg. Zack. Zack, zack, zack. Dann kommt ein schöner großer Teppich rein. Natürlich in Rot, weil das ist ja Ruby. Dann Aktivitäten und Fähigkeiten. Wir machen hier ganz schnell Speedy Gonzales. So. Dann gibt es hier wieder Deko. Dann kommen da wieder Pflänzchen hin. Da kommt eine Pflanze hin. Und nee, da nicht. Da kommt die hin. Und dann haben wir natürlich noch so eine Pflanze. Die kommt da hin. Da kommt ein Schachtisch hin. So, hier ist ein Bild. Hier ist das für den Hund, da können wir nochmal auch so ein Sofa hinstellen oder so. Ich muss leider um 17 Uhr schon wieder los zum nächsten Termin, aber freue mich wenigstens kurz dabei gewesen zu sein. Das freut mich, dankeschön. Wo soll ich perfekt sein, wir haben Fantasie. Das freut mich, du. Du erst mal kurz losschüsseln. Ah, das ist ja cool, losschüsseln. Hallo Misha und ihr Lieben. Dann habe ich es ja jetzt gerade so geschafft. Das stimmt. Hi, schön, dass du da bist. Oh, das ist auch cool. Das ist auch cool. Das wird fancy. Guck mal, ist nicht richtig rot, aber das passt trotzdem. Dann kommt da auch wieder ein Pflänzchen hin. So. Dann kommt da ein Bild hin. Wir machen nicht so viel. Wir machen nicht so viel. Es soll ja jetzt auch kein kindliches Bild sein. Puh, hier sowas. Sowas. Dann Teppich. Dann nehmen wir hier so Läuferdingens. Läuferdingens. Den Läuferdingens will ich nicht. Ich will den anderen Läuferdingens. Hier, den Läuferdingens. Okay. So. 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 Hat man da so Teppiche? Das Ding kann weg. Das Ding kann weg. Das kann hier hin. Da können wir dann auch noch andere Kommoden hinpacken. Kommoden? Bei Oberflächen? Kitty, alles gut. Alles gut. Ich arbeite gerade an meinen Berries und dann werden die eingelöst. Oh no, wofür? Wofür werden die eingelöst? Muss ich Angst haben? Muss ich Angst haben? Ich will schöne Kommoden haben. Oder da, wo Geschirr drin steht. Ja, sowas.
Aber das ist nicht modern genug, oder? Wobei ich das eigentlich mag. Eigentlich mag ich das. Die Frage, was kommt da noch hin? Haben wir hier nicht noch Aktivitäten? Sowas. So, und daneben eine Pflanze. Pflanzen sind Allrounder. Zack, Pflanze. Wie gesagt, ich richte einfach so ein bisschen wenigstens ein, ne? Sag ich ja. Das ist auch noch Weihnachtskram, das kann weg. Da kann aber wieder eine Pflanze hin. So. Doch mir einfach zwei Näpfe hin, weil richtig hier Verwöhnung. Und ein kleines Dings darunter. So, das hier kann auch weg. Ich weiß nicht, was wir da stattdessen hinpacken sollen. Aber hatten wir nicht mal hier Yoga oder sowas? Sie mochte das Yoga so gerne. Paradelli, wofür sammelst du? Wofür sammelt ihr? Wofür sammelt ihr, Leute? Ja, nimmst du die? In der Küche Yoga. Wundervoll, lieben wir. Dann nochmal einen schönen großen Teppich hierhin, würde ich sagen. Warum ist der eigentlich so grau? Vielleicht können wir den dahin packen. Da kommt dann ein anderer Teppich hin. Ich finde den auch so schön, ne? Der ist auch toll. Machen wir das so. Guck mal, das sieht schon viel gemütlicher aus. Ich weiß nicht, was wir hier mit dem Ding hier machen. Vielleicht machen wir einfach zwei. Zwei Türen. Dann können wir das hier nämlich einmal. Uff, das ist aber schwer. So. So. Dass man hier quasi noch so ein kleines Büro hat. Ja, dann kommt hier noch so ein Bücherregal rein. Hier sowas. Und hier wollten wir eigentlich nochmal ein zweites Bad reinpacken. Hier kommt da so eine Badewanne rein. Kommt ein Klo hin. Guck mal, dann kann man beim Kacken rausgucken. Finde ich schön. Finde ich schön, Leute. ja, so viel zum Thema. Wir richten das nur ein bisschen ein, ne? Guck mal, ich mache hier ganz schnell. Ich mache ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell mache ich. Guck mal, ich nehme mal große Spiegel. Ja. Und wieder Pflänzchen. Wunderbar, wunderbest. Guck mal, gibt es wieder so ein paar Teppiche davor. Hier noch so ein Körbchen hin. Klopapier und ein Regälchen. Kann man hier also so ein Hängeding hinpacken? So, guck, machen wir ein Bad. Und oben. Hier auch noch eine Pflanze hin und vielleicht noch mal ein Sesselchen oder so. Ich weiß nicht, was wir da sonst noch groß hinpacken sollen. Aber dann habe ich auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall jedenfalls wirklich ein bisschen was hingestellt. Wir konnten ein bisschen was
hier hinpacken. So. Und wir können den Boden auch hier hin machen. Dahin. Dahin. Und dahin. So. Seid ihr damit einverstanden? Ein Laufband. Oh, ein Laufband wäre doch eine tolle Idee. Ein Laufband wäre eine tolle Idee. Weil eigentlich wollten wir Ruby auch wieder ein bisschen fitter kriegen, ne? Gibt sogar ein Rot. Kriegt sich hier nämlich ein Laufband. Und dann können wir noch einen Spiegel dahin packen. Das ist ein bisschen zu kindlich. Ja, nee, wenn schon ein schöner großer Spiegel hier sowas. Und das hier. Ich finde den Spiegel auch so geil, ne? Den müssten wir eigentlich auch irgendwo hinhängen. Vielleicht hier drüber. Fancy Pants! Yogamatte hat sich schon, ja. Ein Schrank haben wir hier drin. Vielleicht die Wand auch schräg im Büro? Oh, ich finde das so eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann passt das mit dem hier nämlich ganz gut. Vicky, danke schön! Danke schön! 19 Monate, Stufe 3. Vielen, vielen Dank, du verrückte Nudel. Dankeschön, Vicky. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Misha und lieber Chat. Ich wollte nur schnell vorbeischauen und die 19 Monate da lassen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist der Hammer. Ich schreibe morgen meine letzte Prüfung für das Semester und danach bin ich hoffentlich auch wieder öfter mit dabei. Dankeschön. Ich drücke dir ganz, ganz, ganz doll die Daumen. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Auch wenn du es bestimmt natürlich nicht brauchst. Ich drücke dir sie trotzdem. Der Spiegel ist voll, schaut, oder? Essen ist im Ofen. Freut mich. Anna Living, hi. So. Dann können wir jetzt auch schon hier Gameplay machen, oder? Tada. Denn es sieht es wenigstens hier nicht mehr ganz so traurig aus. Elia, hör auf zu motzen. Hör auf zu motzen. Was sind Sachen, die ihr auf jeden Fall noch erledigt haben wollt, jetzt in der roten Generation? Hier, Elia, du darfst gerne mal den Müll leeren. Ich habe jetzt natürlich auch noch keine Sims von euch platziert. Wir hatten ja hier... Ich lusche mal rein, ich bin mal so frei, ne? Verbinden. Ich habe übrigens auch meine Bibliothek und meine Galerie aufgeräumt. Ich habe alles aufgeräumt. Hashtag Elia Partner. Mal gucken, ob da schon welche mitgemacht haben. Oh, wow. Oh, wow. Oh mein Gott, das sind ja einige. Oh mein Gott, sind die cool. Der ist ja süß. Oh, ist die hübsch. Oh, Farina. Startet bald die gelbe Generation? Ja. Ja, die startet bald. Wowie. Oh mein Gott, das geht? Das geht mit dem Tattoo? Das geht? Das geht? Und da ist Castiel. Das ist sau cool. Wow, der Blöde mit der Narbe. Nicole, der Blöde mit der Narbe. Das sollte wohl blond bedeuten. Autokorrektur. Oh, schön. Der ist echt hübsch. Oh mein Gott. Oh, der ist auch so cool. Das mit der Narbe auch über dem Auge, dass das sogar so übernommen. Ihr seht schon, wie aufgeregt ich bin. Und der sieht putzig aus. Oh mein Gott, das ist so cool. Ein weißer Wolf, der ist auch hübsch. Oha, Leute. Leute. Die ist ja auch cool. Wie sollen wir uns denn da entscheiden? Wie sollen wir uns denn da entscheiden? Das ist auch sau cool. Am liebsten würde ich sie alle platzieren. Wow!
Das ist mal bunt, Leute. Das ist mal bunt. Heiliger Möbel. Oh, den habe ich auch im Discord gesehen. Bis wann habe ich noch? Bis Ende Juli, hatte ich gesagt. Bis Ende Juli. Also noch 3 Wochen quasi. Aber ich habe ja heute gedacht, dass wir heute bauen. Deswegen habe ich mir jetzt für die Story heute nichts überlegt. Und das nächste Mal wollte ich eigentlich die Hochzeit machen. Wir können aber auch heute schon die Hochzeit machen und früher mit Ilia anfangen. Wenn ihr das möchtet. Wir können auch schon früher mit Ilia anfangen. Aber dann habt ihr halt nicht mehr bis Ende Juli Zeit. Dann bräuchte ich die Partner halt schon bald. Weil Ruby hat sich ja jetzt so ein bisschen wieder mit Jason angenähert. Sehr angenähert, weil die beiden lieben sich sehr. Die sind noch nicht verlobt. Die sind noch nicht verlobt. Weil ich glaube, wenn die heiraten, wenn die sich verloben, dann haben die keine lange Verlobungszeit und das wird eine relativ kleine, familiäre Trauung sein. Also jetzt keine große Hochzeit, weil früher hätte Ruby das gemacht, aber diese große, pompöse Hochzeit, die hätte sie ja abgesagt. Und jetzt ist sie halt Seniorin, genauso wie Jason, und ich glaube, die wollen auch gar nicht mehr so viel Trubel haben, weil sie in ihrem Leben schon genug Trubel hatten. Hier möchtest du mal pinkeln gehen und kurz duschen, und ich hätte dann gerne, dass du einmal Ausdauerlauf machst. Hast du vielleicht Lust auf Yoga? Yikes, nein. Schüssel leeren und dann hier alle Schüssel mal bitte füllen. Larissa, danke schön für dein Follow. Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich schon sehr auf Ilia. Das freut mich. Nächste Woche dann nur Zeit. Ich muss einmal kurz hier meinen Plan gucken. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon aktuell ist mit den neuen Zeiten und so weiter. Ich glaube nämlich nicht. Nee, der ist noch gar nicht aktuell. Weil ich muss ja eine Koas-Geschichte noch machen. Ich muss Emmys Geschichte noch machen. Und dann jetzt zeitnah auch noch Elias Geschichte. Ich weiß nicht, ob das zu viel wird. Ich weiß nicht, ob das zu viel wird. Wir fangen ja jetzt auch. Wann? Nächste Woche mit der Disney Villain Challenge an. Disney Villain Challenge. Und dann. Ja, müsste ich halt gucken. Ansonsten müssen wir halt überbrückend dann irgendwie nochmal einen Baustream oder sowas machen. Also das geht auch. Ich kann halt nur nicht versprechen, dass es dann direkt nächste Woche dann mit Elia losgeht. Also, wollen wir 14 Parts? Also, nee. Also, machen wir eine Abstimmung? Soll heute die letzte Folge werden? Oder wollen wir noch eine Folge machen? Also, noch einen Stream? Was jetzt? Achso, du redest mit dem Hund. Ja, jetzt darfst du aber ruhig ein bisschen Yoga machen. Ist ja eigentlich auch schon echt spät. Stehst du bitte auf? Du hast den ganzen Tag geschlafen, Ruby. Warum habe ich dich das machen lassen? Zeit für eine Pause. Ja, perfekt. Perfekt. Dann machen wir jetzt einmal ganz kurz Pipi-Pause. 2,5 Minuten. Ich schalte währenddessen Werbung. Und ihr verpasst nichts. Ich lasse auf Pause. Alles gut. Nur, dass alle einmal kurz pinkeln gehen können. Und dass die Pause nicht an ungünstigen Stellen kommt. Weil ihr wisst es. Also, bis gleich. Werbung. Also Ausrufezeichen Werbung. So. Jetzt ist die Werbung. Falls ihr sie jetzt gerade nicht seht, habt ihr keine. Habt ihr Glück gehabt. Oder ihr seid Subs. Das kann auch sein. Weil Subs haben natürlich keine Werbung hier auf meinem Kanal. Aber ich werde auch mal kurz was trinken.
Weißt du, wann die Disney Villain kommt? Habe ich gerade noch gelesen. Ich hoffe, nächste Woche. Ich muss halt Emmys Geschichte noch machen. Ich habe den Spielstand jetzt vorbereitet. Ich habe sie auch schon in die Galerie geladen. Ich habe eure Sims und eure Gebäude platziert. Ich muss halt nur noch den Trailer machen. Aber der Trailer für Twitch geht immer schneller als die für YouTube. Lila, hi! Vielen, vielen Dank für dein Raid. Ganz lieben Dank, du liebe Mausi. Was habt ihr gemacht? Sims? Es war Sims, oder? Es war bestimmt Sims. Wir sind gerade hier bei der Not-So-Berry-Challenge. Wir machen gerade quasi Pipi-Pause noch eine Minute. Deswegen ist hier gerade Pause. Aber dann kann ich euch ganz in Ruhe Hallo sagen. Schön, dass ihr da seid. Ganz, ganz lieben Dank, Sandy, für dein Follow. Muah. Vielen Dank. Jetzt habe ich wieder den Account meines Mannes gekapert. Er hat keine Werbung. Kann ich gut verstehen. Kann ich gut nachvollziehen. Mir sage ich einfach dir Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Oh Gott, jetzt werde ich ja schon ein bisschen nervös. Schön, dass ihr da seid. Hi. Oh, meine Brille fängt wieder an zu drücken. Ich muss nochmal zum Optiker. Ich kriege hier immer ganz rote Stellen. Aber ich habe jetzt auch keine Abstimmung gesehen. Klappt das mit der Abstimmung? Oh, ich habe heute so gute Laune, ne? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Hauptsache, ich bin mal wieder produktiv und direkt habe ich gute Laune. Aber es liegt bestimmt auch an euch und den Raidern. Natürlich. Maria, habe ich dir eigentlich schon Hallo gesagt? Hi. Also manchmal lese ich Namen und denke so, habe ich schon Hallo gesagt? Oder habe ich noch nicht Hallo gesagt? Wir haben heute das Leader vs. Community Bau Challenge Haus fertig bekommen. Das war so nice. Das war so nice. Und ich musste aus dem mysteriösen Monolith, dieser riesige Steinklotz aus Wellness-Tag, eine Garage im Garten basteln. Was? Oh mein Gott. Das klingt nach einer großen Herausforderung. Aber dieses Lila vs. Community Bau Challenge ist sau cool. Leute, falls ihr Lila noch nicht kennt, haben wir schon einen Shoutout gemacht? Haben wir schon einen Shoutout gemacht? Sie baut richtig geil und sie hat so eine coole Challenge mit ihrer Community. Es ist einfach großartig. Anna, hi, schön, dass du da bist. Okay, ich mach mal eben hier einen. So. Ina. X. Ich hoffe, das klappt. Ja, guck mal, klappt. Einmal ein Shoutout, schaut gerne einmal bei der Lila vorbei. Die macht auch ganz viel Sims-Content. So, Werbung ist vorbei, wir kommen zurück. Wir wurden geradet. Wann ist der letzte Stream mit Ruby? Heute oder nächste Woche? Also heute haben schon einige getippt. Also ihr dürft jetzt gerne abstimmen. Ihr entscheidet jetzt quasi, ob heute die Hochzeit stattfindet. Die letzte Folge mit Rot, unserer Ruby. Und dass die nächste Folge Not So Berry dann mit Elia ist. Dass ihre Geschichte quasi anfängt. Oder wir lassen uns noch ein bisschen Zeit und machen die 15 voll. Anoret, hi. Schön, dass du da bist. Ja, Farina, was telefonierst du auch immer im Stream? Ne? Ich weiß das auch nicht. Was wollen sie denn immer alle? Ich liebe Elias Outfit, ne? Das ist so ein Cheerleader-Outfit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie könnte Cheerleader werden. Elia könnte Cheerleader werden. Also wir müssen uns echt Zeit lassen mit Elia. Vielleicht altert sie auch als Vampirin einfach langsamer. Wobei, ich habe die Alterung, glaube ich, sowieso deaktiviert, oder? Ja, ich habe die Alterung tatsächlich deaktiviert. Muss leider ganz kurz weg. Bis gleich. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Ivy, hi. Ivy oder Ivy? Wie ist dir lieber? Oh, sehr gut, Ruby. Sehr gut. Was ist los, Bounty? Was ist los, Bounty Bow? Oh Gott, ich habe den Müll vergessen. Egal, dann bleibt er da halt liegen. Okay, heute soll der letzte Stream mit Ruby sein. Das heißt, da muss ich mich einmal korrigieren.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der roten Generation der Not So Berry Challenge. Ivy. Okay, dann habe ich es ja am Anfang richtig ausgesprochen. Mein Bester hat 16:30 Feierabend, da telefonieren wir immer. Oh, das ist süß. Das ist ein schönes Ritual. Wann soll die nächste Pause sein? Um halb. 17:30. Gibt es wieder Pipi-Pause. Kann auch sein, dass ich die dann brauche. Ich weiß es noch nicht. Es ist auch einfach wieder der schlimmste Tag aller Zeiten. Ruby, du bist ein Goldstück. Und du wirst nichts trinken. Du bist noch zu jung dafür. Ich glaube, es geht los. Ja, Level 2. Oh mein Gott, ich freue mich so auf dieses Pack. Ich muss gerade mal auf den Kalender gucken. Übernächste Woche. Übernächste Woche Donnerstag kommt das Pack raus. Übernächste Woche Donnerstag. Oh mein Gott, das ist sau cool. Also nächste Woche schaffe ich es wahrscheinlich nicht, den Story-Trailer zu machen. Also fangen wir mit Elia wahrscheinlich am 25. Juli an. Ja, nee, schaffe ich nicht. Montag und Dienstag. Ich habe ja Dienstag Geburtstag und das ist halt so quasi ein Arbeitstag, der mir dann fehlt, weil habe ich gesagt, ich darf nicht arbeiten an meinem Geburtstag. Und dann machen wir am 25. dann gelb. Ja, Start der gelben Generation. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Kommen wir. Ist cool. Vorher kommt das Update. Das stimmt, das kommt ja immer am Dienstag vorher. Bin auch schon total gespannt darauf. Das wird großartig. Sie sieht doch einfach schon aus wie ein Cheerleader. Ich wollte gerade sagen, wie ein Teenager. Ja, Alia sieht einfach aus wie ein Teenager. Du wirst nicht saufen, mein Gott. Kind. Du kannst das neue Bad mal einweihen. Kurze Dusche. Wobei, du kannst in Dusche singen. Dann üben wir auch ein bisschen mit deiner Stimme. Wir müssen ja Elia ganz gut bespielen, denn sie ist ja ein unsterblicher Sim und könnte auch so eine Art Aushängeschild, Ikone werden, so wie Maurice und Dean. Die sind ja auch unsterblich. Mit den Körperhaaren. Ja, endlich. Endlich. Man arbeitet auch nicht, wenn man Geburtstag hat. Jedenfalls nehme ich immer Urlaub. Ich habe halt an meinem Geburtstag immer gearbeitet. Egal, ob jetzt in der Selbstständigkeit oder als ich noch im Einzelhandel war. Ich habe halt auch nie Urlaub bekommen an meinem Geburtstag. Mystery, danke schön für deinen Follow. Ganz, ganz lieben Dank dir. Kann man dann bis zum 25.07. ein Sim für Elia erstellen? Ja. Ja. Ja, bis zum 25.07. könnt ihr ein Sim für Elia erstellen. Wütender Lauf. Sie geht freiwillig laufen? Sie geht... Oh mein Gott! Du wirst jetzt nicht laufen gehen. Du stirbst. Warum bist du nicht müde? Es ist mitten in der Nacht. Du bist müde. Du bist ganz schrecklich müde. Geh schlafen. Geh schlafen. Die Wege, jetzt hast du abgenippelt. Hören Vampire nicht ab dem Teenageralter auf zu altern? Nee, ab junger Erwachsener hören die auf zu altern. Ich arbeite gerne an meinem Geburtstag. Freue mich dann immer, Kuchen ins Büro mitzunehmen. Oh, das ist auch schön. Soll ich dann das im Community-Post ergänzen? Pirate Lady, das wäre wunderbar. Dankeschön. Ich habe mir gestern den Disney Legacy Stammbaum nochmal durchgelesen und habe teilweise ein paar Tränchen verdrückt. Oh, warum das denn? Harry hat recht, an seinem Geburtstag arbeitet man nur, wenn man muss. Und es geht. Und es nicht anders geht. Ja, also. Wenn man mich fragt, geht es halt auch nicht anders. Aber ja, ich werde ihn ja an meinem Geburtstag freinehmen. Ich habe einen Sexy Sim für Elia erstellt. Den haben wir uns schon angeguckt. Den haben wir uns schon angeguckt. Der ist richtig, richtig heiß, muss ich ja schon sagen, ne? Der ist einfach richtig, richtiger Hottie. So, ich spule mal ein bisschen die Nacht vor. Ich meine, wir können uns jetzt auch 2 Stunden noch Elia beim Yoga machen angucken, aber ich glaube, wir wollen ein bisschen mehr Action. Bei Blanche. Oh. Ja, Blanche war auch so ein herzensguter Sim. Das Ende hat sie echt nicht verdient, aber Storytelling. Oh, da ist... So, da war Staub drauf. Mochte ich nicht. So. Und jetzt geht's ihr wieder gut. Es hat Vor- und Nachteile, dass man, also wenn man Vampir spielt. Hä, wo ist denn jetzt Bounty? Ach da! Ach du treues Ding, du. Nein, nicht rumspringen. Küss mal Bounty und loben und streicheln und
Nochmal küssen. Und spielen hätte ich eigentlich ganz gerne. Freundlich. Balgen, guck mal. So. Und wir gucken uns jetzt an, dass Ruby und Jason zueinander finden. Was? Da muss ich den Stream nochmal anschauen. Oder schneidest du es raus? Nee, das schneide ich nicht raus. Das war ja schon in der YouTube-Aufnahme. Wir fanden ihn sehr hot. Und Nicole hat sich bei ihm versprochen. Sie hat nämlich auch ein Kompliment gemacht, Steinsim gegenüber. Sie wollte schreiben, oh, der Blonde mit der Narbe ist ja toll. Und hat geschrieben, der Blöde mit der Narbe ist toll. Hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. Das kenne ich, wenn ich geliebte Sims wegen der Story umbringe, ist meine Tochter immer ganz böse auf mich. Oh, ich kenne das. Ich sag nur Kalani. Leute, ich sag nur Kalani. Ja, du kannst... Nein, um Rat bitten. Ist sie schon wieder wach? Warum bist du denn wach? Du bist doch noch gar nicht ausgeschlafen. Der Blöde, genial. Fand ich auch sehr charmant. Ich würde mit ihr jetzt auch gerne schon weiter Logik machen, aber dann geht das so schnell. Und das wollen wir natürlich nicht. Hast du etwas gegen meine Blume? Hat die gerade mit mir gemotzt? Pastel Pink, hi. Ich sag nur Kalani und alle Kalani. Oh. Sei einfach weiter nett, Kind. Lia kennenlernen. Oh, sie möchte sich aber scheinbar mit ihrer Tochter irgendwie austauschen. Dafür, dass sie in der letzten Folge noch so Angst vor ihr hatte. Du darfst doch pinkeln gehen. Elia? Ach da. Ach Gott, die sitzen ja nebeneinander. Hier, vielleicht... Oh Gott, Elia. Vielleicht hauen sie ja wieder ein bisschen auf. Ach, ja, und die Arbeit geht natürlich wieder dazwischen. Und die Workaholic-Mom kümmert sich natürlich lieber um die Arbeit als um ihre Tochter. Aber ich möchte sie trotzdem kennenlernen. Vielleicht können sie sich ja doch wieder ein bisschen annähern. Wobei die Beziehung schon wieder echt gut ist von den beiden. Aber ich glaube, Elia wird dann auch sehr bald ausziehen. Einfach, weil sie ihre Mutter vielleicht noch nicht gefährden möchte, weil sie natürlich auch Angst vor ihrer eigenen Natur hat. Und Ruby wird sie auch nicht aufhalten, weil... Sie hat halt schon ein bisschen Angst vor ihrer Tochter. Was echt schade ist, aber sie wusste halt damals auch nicht, dass sie sich auf einen Vampir eingelassen hat. Elias Papa ist Ralf Köhler. Ich glaube, der Sim von Annie Tiny, wenn ich mich nicht irre. Angeblich sollen Werwolf-Babys heulen. Hab meins in Sims noch nicht gehört. Wobei ja alle Babys in Sims heulen. Habe ich auch noch nicht gehört bisher. Dann kannst du Ayana auch hochladen? Natürlich. Ich werde Nakua hochladen und Ayana hochladen, sobald sie junge Erwachsene sind. Weil ich lade ja alle Rileys hoch, wenn sie junge Erwachsene sind. Wird dann halt auch wieder mit CC sein. So, Mama ist arbeiten. Jetzt ist arbeiten. Und du bist in der Schule. Okay, wunderbar. Wunderbar. Wobei, ich glaube, eigentlich hatten wir gesagt, Elia hat mittlerweile einen Hauslehrer, weil ihr das draußen zu gefährlich ist. Also, dass Ruby das draußen zu gefährlich ist. Wegen der Sonne. Wir tun einfach mal so, als hätte sie einen Hauslehrer. Because I need Ayana for my gameplay. Magst du mir verraten, was du vorhast? Ich bin ja immer so neugierig. Ja, bleib am Ball. Stella Burns, ja. Absolut. Pokémon Ranger, willkommen zurück. Boah, ich stranguliere mich gerade ein bisschen mit meinem Pulli. Ja, trink noch mal ein paar von deinen Tetra-Packs. Heute ist wieder nicht so Fokus auf dich, meine Liebe, sondern auf deine Mama. Denn wir werden mit Jason jetzt auf ein Date gehen. Hoffentlich, wenn er ja sagt. Ich hoffe, dass er ja sagt. Oh mein Gott, sie hat so viele Romanzen, ne? Hauptsache auch mit Dean. Oh, wundervoll. Ich hätte ihm so gerne eine kokette SMS geschickt, aber sie ist leider glücklich. Was soll das?
Kann aber auch gut sein, dass Klein Fenrir ein Magier ist. Sein Vater ist ja Magier, die Mutter ein Werwolf. Das ist auch sehr interessant. Na? Lädst du? Wunderbar. Ha. Wo würden die beiden denn hingehen auf ein Date? Im Park hatten sie ja das ernste Gespräch, so dieses Erziehungsberatungsgespräch. Eine Karaoke-Bar kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir könnten aber auch irgendwie an den Strand fahren oder so. Natürlich ohne Elia. Aber so richtig Event ist das hier halt auch nicht, ne? Aber ich denke mir halt irgendein schöner Ort, wo er ihr einen Antrag machen kann. Vielleicht reisen die auch irgendwie zu den Klippen oder so. Was meint ihr? Ayana soll die beste Freundin und Nachbarin von einem meiner Sims werden. Und vielleicht entwickelt sich ja noch mehr, wer weiß. Oh, schön. Das freut mich. Mein liebstes Pferd von meinen Spielstätten sind immer noch Jacques und Keanu. Das ist der Burner, ehrlich. Jacques und Keanu. Ich glaube, das wusste Keanu selber nicht über sich. Oh, der Leuchtturm in Brindleton Bay. Ja. Oh mein Gott. Brindleton Bay, der Leuchtturm. Auf jeden Fall. Das machen wir. Hier ist es wenigstens auch noch kein Friedhof. Wir haben gar keinen Friedhof. Haben wir einen Friedhof für die Knotsberry Challenge? Ich glaube nicht, oder? Wir beerdigen da einfach niemanden. Die sind halt dann einfach weg. Werden imaginär eingeäschert. Wir haben Winter? Oh. Stimmt, wir hatten ja Weihnachten das letzte Mal. Oh nö, jetzt haben wir hier Wintersturm, Weihnachtssturm oder was? Setzt euch mal bitte zusammen dahin. Der ist ja am Abzappeln. Wie schön. Feli, hi. Ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Oder liegt es einfach daran, dass Roland Urlaub hatte und ich deshalb dich nicht gesehen habe? Dankeschön für 5 Monate. Hi, meine Liebe, wie geht es dir? Alles gut bei dir? Das hört mein armer Sebastian, steht irgendwo rum mit seiner Urne. Ich weiß es nicht mal. Vielleicht haben wir den auch im Inventar. Moment. Charity. Lauren haben wir hier. Freya. Layla. Fifi, Sebastian und Phoenix. Ne, guck mal, wir tragen Sebastian spazieren. Sebastian ist immer bei uns. Er ist immer bei uns. Zwei Wochen Twitch-Detox, viel passiert. Oh nein, das klingt gar nicht gut. Ich drücke dich dann auf jeden Fall aus der Entfernung. Ich hoffe, das ist nichts, was sich nicht regeln lässt. Ich wünsche dir alles, alles Gute, meine Liebe. Ruby, du solltest dich mit ihm dahinsetzen. Ihr sollt einfach mal ein bisschen süß zusammen reden. Auch eine schöne Sammlung. Das ist tatsächlich gar nicht so kacke hier. Hier kann man gut herkommen und Bilder klauen. Also, ich habe schon schlimmere EA-Grundstücke gesehen. Auch bessere, aber auch schlimmere. So, stopp. So, wie er sich einfach freut. Süße Nichtigkeiten flüstern. Und wir werden so richtig schön romantisch sein. Gnadenlos kitzeln. Rumschmusen. Das ist ja das familienfreundliche Rumschmusen. Knuddeln. Ach, schön. Oh, was hast du in deiner Tasche? Oh, ein Haufen Ohren. Ja, es hat sich irgendwie alles so über die Zeit angesammelt. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, man trägt halt einfach Grabsteine mit sich rum. Wenn man keinen Friedhof hat, muss man sie ja irgendwo lagern. Oh, die beiden sind schon süß zusammen. Und ich finde es schön, dass Ruby doch noch sich selbst gefunden hat und mit diesem... Wie nass sie ist. Mit diesem Rumhuren aufgehört hat, sondern jetzt wirklich einfach auf ihr Herz hört, auch wenn ihre Kinder natürlich trotzdem ein bisschen hinten wegfallen.
Klingt etwas nach Kalina. Kalina beim Umzug. Oh, aber nicht erschrecken. Ich lager Leichen im Keller. Die Helfer, bitte was? Ja. Wobei, die hat ja tatsächlich Samu im Keller. Die sind ja nicht mal bei Kalina. Oh. Oh, ihr seid süß. Und sie ist trotzdem schlecht drauf. Weil sie Spaß braucht. Aber wir wissen doch alle, wie man Spaß kriegt, oder? Das wissen wir doch. Aber hier gibt's keine Spaßgelegenheit. Oh doch, der Leuchtturm. Der Leuchtturm ist eine Spaßgelegenheit. Also werden wir... Oh mein Gott, ich sehe einfach nichts. Das ist nicht der Leuchtturm. Oh Gott, dieser Sturm. Müsste das ja hier irgendwo sein, oder? Ja. Dann geht mal nach oben. Zusammen bitte. Gehen Sie jetzt zusammen nach oben oder geht nur er nach oben? Sie nach oben oder... Ach, ihr wisst, was ich meine. Zusammen hier hingehen. Oh, ich mach den Schneesturm mal weg. Sonnig. Es ist einfach sonnig. Guck mal, das ist doch viel schöner. Jetzt dürft ihr hier auf diese Seite gehen. Zusammen hier hingehen. Oh, hier hatte Emma auch ihren Antrag. Erinnert ihr euch das? Ja, das ist der Vater von Blaine. Die beiden bekommen jetzt endlich ihren Happy End. Flirten und einen Kuss hauchen. Und die sind jetzt einfach ganz süß und romantisch zusammen. Ewige Liebe erklären. Ich weiß gar nicht, vielleicht macht sogar Ruby den Antrag? Wer soll den Antrag machen? Ruby oder Jason? Oh mein Gott, das sieht so schön aus, ne? Oh mein Gott, das ist so schön. Oh mein Gott, wir müssen auf die andere Seite. Ich muss alles wegixen. Ich muss alles wegixen. Wir müssen auf diese Seite. So, wo ist die Sonne? Da. Ihr müsst hier zusammen hier hingehen. Schnell! Schnell! Jetzt ist die Sonne fast weg. Ja, komm her, Opa! Ah, die Sonne ist fast weg. Ruby? Okay. Ruby macht den Antrag. Okay. Dann werden sie jetzt hier so Arm in Arm sich den Sonnenuntergang ansehen. Und dann würde Ruby sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit auf der Erde, wir sind schon alt, lass mal heiraten. Nee, ein bisschen romantischer würde sie das sagen. Dieses jahrelang waren wir so ein gutes Team und wir haben so viel miteinander geschafft, so viel durchgestanden. Wir haben einen wunderbaren Sohn zusammen großgezogen. Es war teilweise immer was Platonisches. Wenn ich nicht schwanger geworden wäre damals, wer weiß, was da noch passiert wäre. Aber jetzt weiß ich, für mich und auch für unsere Familie, ich möchte dich heiraten. Möchtest du vielleicht auch? Ich hoffe nicht, dass er ablehnt. Ich will nicht hier im Leuchtturm sein. Oh mein Gott. Das Licht ist falsch. Dann machen wir das so. Da ein Screenshot. Und da ein Screenshot. Das ist nicht ganz so schön, wie ich mir das gehofft hatte. Oh mein Gott, ich habe auch keine Ahnung, was sein Blick bedeutet. Doch, er sagt ja. Er sagt ja. Oh Gott sei Dank. Ja! Sie sind verlobt. Oh! Oh, schön! Oh, schön! Ich ziehe die immer ein bisschen Pipi hoch. Ein bisschen Pipi hoch. Ich glaube, die würden halt auch sehr schnell heiraten, dass Ruby einfach mit der Tür ins Haus fällt. Wirklich nach dem Motto, ja, wer weiß, wie lange wir noch haben. Ich würde gerne den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Und wer weiß, wann das Ende des Lebens erreicht ist. Und ich würde dich gern bald heiraten. Wie wäre es mit diesem Wochenende? Und dann werden die natürlich hier ein Techtelmechtel haben im Leuchtturm. Es sind Ruby und Jason. Natürlich wird da erstmal
geknallt. Ja, ich hatte auch echt Angst, dass er ablehnt. Weil manchmal lehnen die Sims ja auch komischerweise ab. Wer hat er abgelehnt? Ich glaube, Ravenna hatte Nero damals abgelehnt beim Antrag. Das war schon sehr verwunderlich. Sehr, sehr verwunderlich. Oh, ich finde das so schön. Guckt euch das an. Ja. Ich hoffe nur, sie wird jetzt nicht noch schwanger. Weil Senioren können bei mir, glaube ich, schwanger werden. Aber sie nimmt hier die Pille. Von daher sollte eigentlich nichts passieren. Dachten wir bei Elia auch. Und dann, zack, war sie schwanger. Also Ruby mit Elia, nicht Elia war schwanger. Und du möchtest ein Mächtchen mit Jason. Ja, das erfüllen wir dir doch da direkt. Guck dir das an. Guck dir das an. Und sie möchte Hochzeitsbogen kaufen. Du musst keinen Hochzeitsbogen kaufen, Mäuschen. Hände küssen. Wo willst du jetzt hin? Entschuldigung. Jason? Kommst du wieder hoch? Jason? Okay. Wir geben Ruby ein Hochzeitskleid. Und irgendwann gibt es ein Techtelmechtel im Riesenrad. Ja! Oh, das kann Elia haben. Das kann Elia haben. So, ein Hochzeitskleid für Ruby. Sie wird nicht wieder das gleiche tragen, weil das hatte sie ja bei Salazar an. Ich möchte, dass sie ein anderes trägt. Natürlich auch wieder rot, aber vielleicht ein bisschen schlichter. Trotzdem elegant. Also ich bin auf jeden Fall für ein langes Kleid. Aber ein bisschen schlichter. Also das kann ich mir wunderbar vorstellen. Ja, das als Hochzeitskleid eher nicht. Das ist auch nicht so. Das sieht auch cool aus. Also bei ihr jetzt nicht so, aber generell sieht es cool aus. Also ich muss sagen, ich habe zwei Favoriten. Das und das. Eins oder zwei? Ich bin ja grundsätzlich für lila. Mein Hochzeitskleid damals war lila. Das ist so cool. Meins war halt klassisch weiß. Aber sie ist halt Generation Rot. Sie muss halt was Rotes tragen. Eins, zwei. Aber ich glaube, die meisten sind für eins. Gibt's auch nur... Nee, gibt's nicht nur Rot, leider. Aber das wäre auch mein Favorit gewesen, tatsächlich. Du trägst nur so flachere Schuhe. So, man sieht sie sowieso nicht. Aber das als Hochzeitskleid fände ich schon schön für sie. Fände ich schon schön. Willkommen zurück, Paula. Willkommen zurück. So, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Achso, Abstimmung. Okay, cool. Aber es sieht sehr stark nach 1 aus. 13 Stimmen für 1, 3 für 2. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Boah, ich stranguliere mich mit meinem Pulli selber. Ich bin es nicht gewohnt, so etwas um den Hals zu haben. So, mein Freund, hier wollen wir einfach nochmal. Dann ist hier nämlich auch die Zeit rum. Er ist sehr kokett, sie ist sehr kokett. Ja, warum sind sie halt auch nicht ganz kokett, ne? Oh, benutzt sogar ein Kondom. Es gibt sogar ein Moodledge. Aussicht vom Leuchtturm. Der atemberaubende Aussicht vom Brindleton Light hat die Stimmung von Ruby verbessert. Auch schön. Guck mal, jetzt können wir nach Hause gehen. Weil da muss nämlich jemand auch ganz dringend duschen. Weil dann haben wir jetzt die Hochzeit. Und das war's dann mit Ruby. Das war's dann mit Ruby. Das ist krass. Ich meine, die Alterung ist ja gerade noch deaktiviert. Von daher ist eigentlich alles auch super entspannt.
Auch wenn ich nicht verstehe, warum da jetzt die Gitarre stand. Nochmal einen Schwangerschaftstest, dann kannst du verwenden. Und dann darfst du einmal eine kurze Dusche nehmen. Wobei, nee, du darfst mal ein richtig schönes, entspanntes Schaumbad nehmen. Bad mit Badezusatz nehmen. Lavendel-Schaumbad. Ich bin gerade voll auf Lavendel eingestellt, Leute. Und Ruby ist nicht schwanger. Gott sei Dank. Das wäre sonst irgendwie seltsam. Haben wir noch was zu essen? Hier, Elia. Du darfst dir alle Tierschüsseln mal bitte füllen. Und Reste nehmen. Guck mal, wir haben sogar noch was vom Festmahl. Vom Weihnachten haben wir sogar noch über. Das ist gut. Und du wirst deiner Tochter natürlich auch von der Verlobung erzählen. Von der bevorstehenden Hochzeit schwärmen. Und, oh, bitten auf der Hochzeit Blumen zu streuen. Ja, eigentlich wollten wir keine große Hochzeit machen. Kannst du ihr Verlobung bekannt geben? Guck mal, das sollte doch zuallererst. Perfekt. Entspann dich, Ruby. Entspann dich. Du hast Gitarre für dich entdeckt? Wir müssen halt gucken, dass wir für sie noch ein bisschen Vampirfähigkeit dazu kriegen. Also dann kann man doch eigentlich nach Informationen über Vampire suchen, oder? Steigt das hier dann auch weiter? Oh, ich glaube, Habi ist da. Steigt das? Ja, es steigt! Gott sei Dank. Wie geil! Was ist das denn? Schön, ganz viele Haustierschwangerschaften. Nein! Ich wollte... Vampirgeheimnisse. Ach man, hier im Apartment ist das mit dem Hund auch einfach verbuggt. Bedürfnis cheaten, glücklich machen. So, ganz viele Haustiere sind schwanger. Und Sims. Hör auf zu motzen, Nelia. Dann kannst du vielleicht deine Mutter nochmal fragen, ob du ein bisschen von ihr trinken darfst. Zeit für Werbung. Okay. Zeit für Werbung. Dann machen wir nochmal Päuschen. 2,5 Minuten. Ihr könnt einmal gerne Pipi machen gehen und wir sind gleich wieder da. Ich bleib hier sitzen und ihr verpasst nichts zum Gameplay. Bis gleich. Achso, hi Lena. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Pirate Lady, danke, dass du mich an die Werbung erinnerst. Ich vergesse das manchmal im Flow einfach total. Und es ist so halt auch immer ganz gut, dass wir Werbung halt manuell schalten, damit es halt nicht jetzt gerade super spannend ist. So Schwangerschaftstest oder ein Sim stirbt oder so. Und dann kommt auf einmal Werbung, weil das ist doof. Und deswegen machen wir das hier alles kontrolliert. Wie sich auch steht. Gebe ich dem Hund was ab oder gebe ich dem Hund nicht was ab? Ich glaube, Habi ist da. Ich guck mal kurz aufs Handy. Ja, Habi ist da. Hallo, Habi. Das ist ja ein Pulli. Ja. Ich war tuschelig. Was? Mir ist warm. Mir ist tuschelig. Habi Hungi. Okay, ich auch. Was soll ich jetzt machen? Das war keine Aufforderung. War nur eine Frage. Es klang jetzt anders als gemeint war. Komm erst mal an. Ich bin noch im Stream. Nein, nein. Bye bye, Baby. Okay, brauche ich doch nicht mehr aufs Handy gucken. Habi ist schon da. Bei mir ist die Werbung immer so aufgeploppt, wäre echt nervig. Ja, deswegen schalten wir das mit der Werbung jetzt einfach so kontrolliert, damit das halt nicht passiert. Also ich habe halt die Hoffnung, dass das nicht passiert, aber eigentlich dürfte es dann nicht passieren. Oh, mir kribbelt gerade alles. Oh. Aber meine Heuschnupfenzeit ist bald vorbei. Dann sollte das mit dem Kribbeln Gott sei Dank aufhören. Was ich hier eigentlich für Wünsche? Jemand eine lustige Aktivität vorschlagen? Nee, du bist eine Einzelgängerin. Das. Ein Geschenk öffnen. Hast du auch schon Schachspiel gewinnen? Das ist okay. Etwas lesen.
Aber warum bist du denn gelangweilt wegen Internetsuche? Alea hat alles aus dem Internet gelernt, zumindest alles über Vampire. Ja, aber so kriegst du hier wenigstens was dazu. Kann ich auch nichts für. Okay. Willkommen zurück. So. Dann kann sie hier ein bisschen lernen. Ach, ich x das mal weg. So. Bisschen eng hier der Raum. Ich kann da doch auch nichts für. Ich wollte doch auch mit dir rausgehen. Quack. Wo wird geheiratet? Einfach beim Standesamt. Es wird einfach beim Standesamt geheiratet. Weil so eine große Hochzeit würde Ruby halt auch einfach nicht mehr machen. Und bin ich ganz ehrlich, habe ich auch keine Lust drauf mit dem neuen Pack. Also mit dem Hochzeitsgeschichten-Pack. Und nach Kalina, da hatten wir jetzt so viele Hochzeiten. Und ich finde die einfach immer nur extrem anstrengend. Und deswegen wird das einfach nur eine kleine Hochzeit beim Standesamt sein. Nee, du solltest eigentlich deine Mutter beißen. Ja, du bist doch jetzt auch schon satt, oder nicht? So, erstmal zocken, kann ich verstehen. Vampir, um Erlaubnis fragen anzuzapfen und ich räume den Teller für dich weg. Guck mal, wunderbar. Ja, ich liebe diese Sounds. Hallo, warum geht das nicht? Du sollst sie bitte fragen, ob du sie beißen darfst. Iria, hi. War es zu eng? Und deswegen habt ihr das abgebrochen, oder wie? Ja, das will. Und? Ich dachte schon, sie erlaubt es. Aber scheinbar nicht. Und weil sie sich noch nicht ganz unter Kontrolle hat, wird sie dann einfach trotzdem beißen. Och ja, Mensch, dann gehen wir halt jetzt mit dir runter. Und das ist halt auch echt ein nervig im Apartment mit den Hunden. Weil die halt nicht alleine rausgehen können. Ich finde es irgendwie schade, dass das nicht klappt. Was meinst du? Ich habe leider auch extrem Heuschnupfen letztes Jahr, aber mit der Desensibilisierung angefangen im Frühling ist schon besser, wesentlich besser. Das freut mich. Oh, sorry, Mom, ich habe trotzdem Hunger. Also nimm es nicht persönlich. Genauso. Okay, der ist gestorben. Kenne ich nicht. Ist mega. Jetzt hat sie hier wieder diese Bisse am Hals. Sorry, Mom. Sorry. NPC-Vampir-Fähigkeiten aufbauen ist zwar öde, geht aber am schnellsten. Ja, werde ich auch gleich nochmal machen. Any Tiny, ne? Also dein Ralf Köhler, der hat mir echt Kopfschmerzen gemacht, ne? Der ist jetzt nämlich auch im Stammbaum von der Familie. Und der hat... Okay, das war wirklich nur kurz vor die Tür. Und der hat einfach so viele Bonusmerkmale bekommen. Das hat richtig lange gedauert, die allein zu tragen. Aber es war mir wichtig, sie trotzdem alle einzutragen. So, dann darfst du hier nochmal nach Informationen über Vampire suchen. Hä, hey, warum geht's dir jetzt schlecht? Du warst gerade Gassi. Ich kenne einige, die sich ein Akupunkturpiercing haben machen lassen gegen die Allergie. Oh, wäre auch interessant. Wäre auch interessant. Aber ich habe es für dieses Jahr jetzt bald überstanden und für nächstes Jahr mal gucken. Nee, Ilia, dir geht's super gut. Du darfst ja gerne noch weiter suchen, weil wir müssen dich sonnenresistent kriegen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das lassen wir mal. Über spielende Pfütze belehren. Und dann wischen wir das mal auf. Du hast gar keine Brille auf. Du siehst doch gar nichts, Alia. Presser. Outfit wechseln. Wie viele Kinder hat Ralf im Original bei dir? Bei mir hat er ja 4 Kinder. Zwillinge mit seiner Ex-Frau. Dann ein Kind mit keine Ahnung wem. Und Elia mit Ruby. Trotz Verhütung. Du bist entstanden trotz Verhütung, Ruby. Elia, sorry. Du kannst ja auch Vampirbücher kaufen. Ich meine, die hätten wir sogar. Aber da wir den richtigen Teil rausrufen, finde ich auch ein bisschen nervig. Aber sie hat echt Bock auf Gitarre. Ja, wenn du die Stufe geschafft hast, Elia, dann darfst du Gitarre lernen, okay? Dann darfst du Gitarre lernen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, meine Liebe.
Aber Ruby sucht gerade echt Kontakt zu ihrer Tochter. Das finde ich süß. Das finde ich echt süß. Vielleicht kann sie ja nicht mal auf der Hochzeit ihrer Mom dabei sein. Weil der Termin natürlich tagsüber ist. Weil nachts hat der Standesamt zu. Das heißt, Elia kann zur Hochzeit nicht mal mitkommen. Wie traurig ist das bitte? Das geht wirklich echt schnell. Schaut euch das an. Sie hat 9 Machtpunkte. Voll gut. Ja, sie ist jetzt eine Obervampirin. Sie wird jede Nacht stärker. Erlernt neue Vampirkräfte. Okay, eine Stufe müssen wir, glaube ich, noch. Und dann hier ist Sonnenresistenz. Hier, Sonnenresistenz. Ich habe auch noch nichts weiter ausgewählt. Ich weiß auch nicht genau, welche Fähigkeiten ich ihr eigentlich geben möchte. Vielleicht hatte ja Ralfs Ex-Frau was mit seinem merkwürdigen Tod zu tun. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, weil ja auch beide gestorben sind. Erst Ralf und dann Elena. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wer ruft an? Ich habe gehört, dass du dich verlobt hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so für dich und Jason. Ja! Okay, Blaine kann mitkommen. Ich glaube, das nimmt Elia ihr auch echt übel, dass sie, also dass ihre Mutter heiratet, ohne dass sie dabei sein kann. Ich glaube, das wird auch nochmal für einen Bruch in der Beziehung zwischen den beiden sorgen. Aber es geht jetzt zum Standesamt, denn so vormittags, mittags rum haben sie halt den Termin. Die werden jetzt hier in die Lounge fahren. Mit Blaine natürlich, der darf dabei sein. Und Jason, wo auch immer der ist. Jason? Ach ja, die hat ja mit dem Weihnachtsmann geflirtet. Das ist auch eine Frau, ne? Die wird man am liebsten einfach mal ein bisschen schütteln. Was ist das für ein Gebäude, wo deine Sims leben? Das ist ein Apartment, wo Familie Feng, glaube ich, ursprünglich wohnt. In Samaishuno. Im teuren Viertel. Kommt mit dem Pack. Großstadtleben. Ich will immer City Living sagen, das Englische. So. Ihr werdet euch jetzt umziehen und sie ist direkt kokett. Das ist so süß. Wie sie sich einfach freut. Da fühlt sie sich, glaube ich, auch wieder ziemlich jung. Das ist schön. Und er auch direkt so, Baby. Dresser? Hier, voll übersehen. Outfit wechseln. Das und du ziehst dich bitte auch schick an, Blaine. Dresser. So, Outfit wechseln. Schickes Outfit. Und dann geht's zum Standesamt. Wenn ich's finde. Das war ja hier irgendwo. Hier. Zusammen hier hingehen. Und dann ist Blaine bestimmt der Trauzeuge. Das ist süß. Und es wäre so süß, wenn Elia auch die Trauzeugin wäre. Aber sie kann ja leider nicht mitkommen, weil sie uns sonst verbrennt. Oder soll ich Elia einladen? Soll ich Elia einladen? Aber dann riskieren wir natürlich ihr Leben. Und das weiß Ruby auch. Was würde sie lieber riskieren? Den Zorn ihrer Tochter? Oder das Leben ihrer Tochter. Ich glaube, dann riskiert sie lieber den Zorn ihrer Tochter, oder? Erst vernachlässigt, dann viel gestritten und dann, sie darf noch nicht mal zur Hochzeit dabei sein. Beziehungsweise kann es nicht. Alia wird nicht begeistert sein. Überhaupt nicht. Ja, lieber nicht einladen, oder? Ja. Das ist halt traurig. Das ist halt echt traurig. Jetzt Jason heiraten. Blaine? Blaine ist mit reingegangen. Blaine ist Trauzeuge. Ja, dann ist sie wütend auf sie, aber es passiert ihr wenigstens nichts. Genau so sehe ich das halt auch. Ja, seid ihr jetzt verheiratet oder ist das immer noch verbuggt? Immer noch verlobt.
Okay, dann müsst ihr so leider einmal drei raten. Ach, jetzt hat's geklappt, oder wie? Zusammenziehen. Oh! Dann wohnt Blaine auch wieder bei uns. Das ist voll schön. Das ist voll schön. Jetzt. Oh. Oh. Oh, das ist toll. Kissen. Oh, die sind so süß. Was auf deine Frage da im System-Spiel hat Ralph mit 12 und Elena 10. 12 Kinder. Heiliger Bimbam. Ihr könnt einmal zusammen hier hingehen und dann ein Herz da reinmalen. Das fände ich schön. Du kannst Fähigkeit aufbauen. Wellness. Steuern wir die so ein bisschen. Aber wisst ihr was? Mit dem Ja-Wort der beiden haben wir Generation Rot abgeschlossen. Generation Rot ist fertig. Also theoretisch, wenn jetzt irgendwas mit Ruby passieren sollte, wäre es jetzt nicht mehr so schlimm, weil sie ist fertig. Du wirst nicht schwimmen gehen. Ihr werdet was zeichnen. Und zwar ein Herz. Nein. Zusammen ein Herz malen. Zeichnen. Zusammen Herz in den Sand malen. Ja. Also so wirklich zusammen war das jetzt auch nicht. Oh, süß. Oh, das ist toll. Können wir hier noch irgendwas machen? Hier Blaine und das mal nach Hause gehen und Mami und Papi haben jetzt quasi so ein bisschen aus wie sie Naruto oder so. Ein bisschen Zweisamkeit. Gibt es hier irgendwo, wo die ein bisschen süß zusammen sein können? Wollen wir mal in die andere Nachbarschaft düsen? Hier hoch zum Wasserfall. Ohne Blaine. Nur mit Jason. Oh, sie wird so sauer sein. Elia wird so sauer sein, Leute. Das wird was. Das wird was. Inkubus, nein! Inkubus, nein! So, wir werden ihn noch einmal zur Hochzeit gratulieren. Oh, schön. Und den frisch angetrauten Sim ansehen. Ruby ist jetzt wirklich verheiratet. Und guck mal. Elia ist quasi dabei. Auch nett. Wow, du bist jetzt verheiratet. Glückwunsch. Und das ist wirklich der beste Tag deines Lebens. Wenn er jetzt Nein sagt, gibt's Stress. Oh, wollte ich hier rüber zu dem Baum laufen? Mit dem Baum kann man nichts machen, oder? Scheinbar nicht. Ich könnte mir dann vorstellen, dass sie aus Protest dann, ohne zu fragen, Jason aussaugt. Hm. Können wir machen, wenn ihr wollt. Über das, was das Blaine wieder da ist, wird sich Elia bestimmt freuen. Ganz bestimmt. Auch wenn das heißt, dass sie sich wieder ein Zimmer teilen müssen. Aber da Elia eh auszieht, vielleicht... Oh, wartet. Oh, Entschuldigung. Vielleicht ist das der Grund, warum Elia abhaut, weil sie keine Lust hat, sich mit ihrem Bruder ein Zimmer zu teilen, weil es sind ja schon beides Teenager. Die haben bestimmt keine Lust, sich ein Zimmer zu teilen. Oh Gott, da sind meine Wimpern jetzt abgehauen. Und ich sag's doch mit Allergien oder... Nee, sind noch da. Fühlt sich nur so anders an, die weg. Nein. Ich bin glücklich. Oh wow, es ist so eine glückliche Ehe. Von Jason angebrüllt werden. Wunderbar. Wunderbar, einfach großartig. Danke, Leute. Danke.
Ja, weil sie von ihrer Mutter etwas vernachlässigt wird. Ja, das auf jeden Fall. Auch von Luna soll ich unbedingt schreiben. Dankeschön. Ihr seid ja jetzt, also entweder sind sie kokett zueinander oder sie kloppen sich verbal. Ich würde ja auch irgendwo gerne die Ehe vollziehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt hier keinen öffentlichen Techtelmechtelort. Das ist ja echt eine Schande. Das ist einfach eine Schande. Wir können hier zwar grillen, aber wer will denn das in der Öffentlichkeit machen? Hier, hätte so gut ein Techtelmechtelbusch hingepasst. Hätte so schön gepasst. Oh, hi, wie bist du denn? Adam Mauk. Mauk, kenne ich nicht. Das ist so toll, dass man hier schwimmen kann. Ich meine, guckt euch das an, das ist so schön. Also das Pack ist natürlich irgendwie Grütze, weil es nicht richtig funktioniert und super anstrengend ist, aber die Welt ist wunderschön. Platziere einen Busch. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt landen. Hier landen wir. Nicht stoppen. Dann platzieren wir einen Busch. So. Ihr dürft zusammen hier hinlaufen. Ist jetzt natürlich auch wieder ein Weg, ne? Lauf! Cooper? Ja. Go for it. Misha hätte die Welt mit Büschen übersät. Auf jeden Fall! Oder mit Höhlen oder mit sonst irgendwas. Auf jeden Fall. Wo man halt richtig viel Knicke die Knack-Knack machen kann. Ist halt hier einfach... Ich bin halt Miss Wuhu-Busch, ne? Techtelmechtelbusch. Möchtest du mit mir vielleicht auch die Ehe vollziehen, damit es rechtsgültig ist? Weil das ja im 21. Jahrhundert noch komplett voll die Rolle spielt, ob man sie vollzieht oder nicht. Lena und James haben schon wieder Probleme in der Vergangenheit. Also die haben so oft Beziehungsstress, die beiden. Und das, obwohl die gerade nochmal frisch zusammen Eltern geworden sind. Alter, was werden wir denn hier ständig angerufen? Und abschließend kannst du eigentlich auch nochmal bestäuben, ne? Warum sind wir jetzt gute Freunde geworden? Misha von und zu Wuhu-Busch. Ja. Yin und Yang? Im Gegensatz angezogen. Louis fühlt sich beinahe magnetisch zu einem Sim hingezogen, der ein vollkommen anderes Leben führt als sie selbst. Oh. Interessant. Sehr interessant. Bestäuben? Oh. Ein schönes Hochzeitsfoto. Einfach ein schönes Hochzeitsfoto. Einfach weil sie sauer ist und ihre Mutter schmeißt sie dann raus, weil das gar nicht geht und Elia dann lieber sie aussorgen soll. Sie hört aber nicht auf und Blaine will versuchen, sie zu beruhigen, aber es klappt nicht. Ruby und sie gehen im Streit auseinander, nur zu Blaine hat sie noch eine gute Beziehung. So als eine Idee, Beziehung auf eine Nachricht zuvor. Das Problem ist, Elia darf halt zu niemandem eine gute Beziehung haben, außer zu ihrer Oma, aber ihre Oma ist schon gestorben. Wir können jetzt sagen, dass sie zu niemandem eine gute Beziehung hat, außer vielleicht zu ihrem Bruder. Dass wir das quasi einfach tauschen. Was haltet ihr davon? Dann hat sie wenigstens zu ihrem Bruder eine gute Beziehung, aber zu ihrer Mutter müssen wir halt schon eine schlechte Beziehung machen. Ich dachte, das ist ein Community-Sim, schade. Aber es ist doch schön hier. Guck mal, wie viele Leute hier am Schwimmen sind. Auch wenn ich gerade nicht verstehe, warum der gerade so panisch wegläuft. Und er auch. Hä, was, wovor habt ihr so Angst? Wie klar dieses Wasser einfach ist und sie läuft da einfach durch. Okay. Okay. Oh, das ist so schön. Verdammt, ist das schön. Gute Idee. Ja, finde ich auch. Dann hat sie die Bezugsperson. Aber so ganz einsam finde ich halt schon echt traurig. Okay, wir lassen die beiden Turteltäubchen mal da. Und weil wir hier gerade keine Toilette haben, werde ich einmal kurz schauen, ob sie ein Baby erwartet. Und nein, Gott sei Dank nicht. So, Kontrolle auf Elia umschalten. Ja. Die gute Beziehung mit dem Bruder klingt gut. Er könnte ja der Einzige sein, der keine Angst vor ihrem Vampirismus hat. Das fände ich auch ganz schön, dass er wirklich so der Felsen der Brandung ist für sie und sich einfach wirklich mit auch um sie kümmert.
So, dass er sie versteht, dass sie halt immer zu ihm gehen kann, wenn sie irgendwie Schwierigkeiten hat oder so. Und er sie einfach so annimmt, wie sie ist, weil sie kann ja nichts dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Aber es wird komisch sein, zu Ruby und Jason dann nicht mehr so den Kontakt zu haben und dann einfach auszuziehen. Aber dann hat Blaine hier auf jeden Fall ein super cooles Zimmer, weil er übernimmt dann ja quasi einfach das Zimmer von Ilia. Was auch immer darum liegt, keine Ahnung. Aber eigentlich habe ich dir gesagt, du sollst Yoga hier weitermachen, ne? Mädchen und Mädel. Papier, nach Informationen über Vampire suchen. So. Ist so schön, dass Blaine hier wieder wohnt. Willkommen zurück, Blaine. Er ist auch ein Teenager. Er sieht so erwachsen aus irgendwie. Oh, das darfst du gerne aufräumen. Blaine ist ein bisschen auseinandergegangen. Kann das sein? Oder darfst du hier oben mal ein bisschen trainieren? Wie könntest du das Apartment umbauen? Ganz normal hier über den Baumodus. Wie alle anderen Grundstücke auch. Also es geht ganz normal. Ilia, wir müssen dich sonnenresistent bekommen. Wir müssen dich leider sonnenresistent bekommen. Das geht nicht anders. Sonst hast du echt Schwierigkeiten, Mäuschen. Und sie ist einfach gerade happy, dass sie alleine ist. Das passt sehr gut zu ihr. Nein, nach Informationen über Vampire suchen. Und nochmal nach Informationen über Vampire suchen. Und nochmal Informationen über Vampire suchen. Ich meine, es würde ja auch Sinn machen, wenn... Oh, hier Mama und Papa sind wieder da. Es würde ja auch Sinn machen, wenn sie schon von Anfang an relativ mächtig wäre. Einfach weil... Nein, lass sie mal in Ruhe, bitte. Ach, süß. Einfach weil sie einen sehr mächtigen vampirischen Vater hat. Du bist noch nicht fertig, Blaine. Alle wollen hier erstmal ein bisschen was essen. Das ist schön. Guck mal. Bounty genießt den großen Teppich. Ich räume gerade mein Zimmer auf. Viel Erfolg. Nach der Hochzeit gehen die Männer immer auseinander. Dann brauchen sie nicht mehr auf sich achten. Schön. Der hätte ihr Vater auch drauf bestanden. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, er hatte zwar nie viel mit Ilia zu tun, aber... Ich glaube, er hat ihr trotzdem allein genetisch halt auch viel mit auf den Weg gegeben. Aber ich glaube, hier von dem Merkmal hat sie nicht viel bekommen. Sie hat Blitzputzer bekommen, unabhängig. Ja, und die alte Blutlinie. Also viel hat sie nicht bekommen. Und theoretisch noch Herd- und Grillprofi, aber das habe ich ihr wieder weggenommen, weil für Vampir macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Ja, die beiden können sich streiten. Also ich glaube, zur Strafe ignoriert sie sie heute erstmal. Weil Ruby jetzt halt auch schon schlafen gegangen ist. Und morgen explodiert dann Ilia richtig. Hier, du darfst dich auch gerne schlafen legen. Auch wenn hier Sohnemann hier noch fleißig am Sporteln ist, aber egal. Egal. Wir werden die Nacht jetzt auch mal ein bisschen durchleeren mit Ruby. Meine Nase läuft. Oh, ich musste einmal kurz Nase putzen. So, lernen. Guck mal, gleich hast du es geschafft. Sie ist einfach so gelangweilt. Du warst jetzt fertig duschen? Wundervoll. Nickerchen machen. Ja, du kannst auch gerne richtig schlafen, weil Ilia benutzt das Bett sowieso nicht. Du darfst da gerne schlafen drin. Das ist gar kein Problem, mein Lieber. Ich weiß, dir ist langweilig, Maus. Ach, die Musik ist alle. Warum sagt denn keiner was? Ja, sie ist jetzt eine Meistervampirin. Oh mein Gott, dann fehlt eigentlich nur noch eine Stufe. Susu. Meisterin der Vampire. Oh mein Gott, Daddy wäre so stolz. Lia, Susu. So, wir können jetzt Sonnenresistenz rausballern. Gott sei Dank. Und wir haben noch 10 über. Geruchlosigkeit. Ich weiß auch gar nicht, was das hier oben jetzt alles ist. Gefühl beeinflussen. Löse bei Sims in der Nähe ein bestimmtes Gefühl aus. Nebelgestalt, erhalte die Macht. Okay, das kennen wir. Abseits der Herde, das Sozialbedürfnis sinkt nicht mehr.
Lia trinkt nie eigenständig von anderen Sims, wenn sie Durst hat. Annehmlichkeit des ewigen Lebens. Spaß sinkt nicht mehr. Wir müssen hier halt jetzt auch die Schwächen annehmen. Und ich weiß nicht genau, welche Schwächen wir annehmen sollen. Ich finde halt vieles davon einfach echt nervig. Also kann nur in Särgen schlafen, würde ich sagen. Und unruhiger Schlaf. Aber die anderen Sachen... Oh, ich weiß halt nicht. Ih, das ist ja ein Mädchenzimmer geworden. Warum Mädchenzimmer? Hallo, Ravi. Ich hoffe, Ruby und Jason geht es besser als bei mir. Er hat erstmal seine Frau betrogen und hat sie dann verlassen und aus ihrem Haus rausgeworfen. Was? Was? Ich würde sagen, sobald sie merkt, dass ihr die Sonne nichts mehr anhaben wird, haut sie aus Protest ab. Vielleicht bekommt ihr Bruder noch einen Abschiedsbrief. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Welche Merkmale wollen wir ihr denn noch geben? Vampirerschaffung? Eieiei, Knoblauchimmunität finde ich, glaube ich, ganz gut. Befehligen, vampirische Stärke, Vampircharme. Was würde uns denn gut bei Werwölfen helfen? Ich liebe dich auch, Javi. Mesmerisieren, Kind des Mondes, werde am Abend stärker. Würde ja auch irgendwie Sinn machen, weil der Mond ja dann doch eine große Rolle spielt dann auch in ihrem Leben. Vielleicht ein anderes im Schlaf. Lebensgeist manipulieren. Gedämpfte Gefühle. Uff. Also ich mache nochmal einmal eine kurze Werbeunterbrechung. Und... ja, dann machen wir hier weiter. Bis gleich. Einmal kurz Pipi-Pause. So, die, die noch da sind, die können auch gerne nochmal ihre Meinung hier zu den Vampirkräften sagen, weil wir ja Pause machen. Gerade. Vampirische Stärke. Wir haben halt auch 9 Punkte über. Ich meine, sie bekommt ja auch noch mal welche dazu, wenn sie jetzt noch Großmeisterin der Vampire wird. Aber Sonnenresistenz ist halt sehr wichtig, damit wir mit ihr auch wirklich starten können, dass sie halt uns auch nicht verbrennt. Befehligen, damit sie ihrer Mutter Sachen befehlen kann, was sie tun soll. Ja, dann würde sie aber, glaube ich, nicht mehr weglaufen. Scham habe ich schon gesehen. Gedämpfte Gefühle finde ich persönlich doof. Dann haben die so gut wie nie keine Stimmungen mehr. Okay, dann lassen wir das auf jeden Fall weg. Also vampirische Stärke und Scham sehe ich jetzt. Irgendwas, dass sie sich schneller bewegt. Oh, das mit dem schneller bewegen finde ich eigentlich eher nervig als praktisch. Irgendwie. Wenn, dann über natürliches Tempo. Teleportieren finde ich doof, Fledermaus finde ich auch doof. Dann eher übernatürliches Tempo, würde ich sagen. Charme würde irgendwie passen. Also Charme kam jetzt am häufigsten. Der vampirische Charme von Elia lässt sie im Spiel der Liebe erfolgreicher sein. Hilft das auch bei Werwölfen? Bei Vampiren auch immer das übernatürliche Tempo. Die anderen Sachen sind halt so auch ganz cool gemacht, aber auf Dauer finde ich es halt nervig. Kann man ja auch ausschalten, glaube ich. Ja, kann man, aber warum soll ich es dann holen, wenn ich sowieso deaktiviere? Weißt du, was ich meine? Das ist es halt. Und die Schwächen sind halt auch immer so schwierig. Unstillbarer Durst. Elia wird schneller durstig. Ist halt auch doof. Weil sie dann irgendwie ständig Durst hat. Genauso wie hier schludrige Schlürferin. Dünnhäutig können wir nicht mehr machen. Vertrockneter Magen fände ich schade. Von Schuldgefühlen geplagt können wir noch machen. Das Zischen finde ich doof, dann hassen sie alle. Und die beiden hier ewige Traurigkeit. Und wiederbeseelte Aura. Wiederbeseelte Aura finde ich auch doof. Also wir könnten noch ewige Traurigkeit nehmen und von Schuldgefühlen geplagt. Also willkommen zurück für alle, die jetzt aus der Werbung gerade wieder zurück sind.
Wir haben gerade hier nochmal ein bisschen diskutiert. Bei den Schwächen finden wir Schuldgefühle und was war das noch? Ganz okay. Ach, schwierig. Schwierig. Aber die meisten waren hier für den Charme. Also nehme ich erstmal den Charme und dann gucken wir mal, dass sie noch weiter ihre Fähigkeiten levelt, dass wir sie dann auch richtig einsetzen können. Bei ewiger Traurigkeit weint sie aber dann oft. Außer das passt zu ihrer Person. Eigentlich nicht. Sie ist ja, hier, ich mache hier das mal auf, sie ist ja Einzelgängerin und sie ist tollpatschig. Und ich mache hier mal die Not So Berry Challenge auf, wieder den Link. Malise, hi, schön, dass du da bist. Genau, ich wollte mal auf den Link draufklicken. Weil sie bekommt noch ehrgeizig dazu. Tollpatschig, Einzelgängerin und ehrgeizig bekommt sie dazu. Weil sie soll ja dann auch Astronautin werden. Ja. Ist sie jetzt am Zocken, weil sie jetzt so happy ist? Nee. Ist immer noch am Lernen. Fleißiges Bienchen. Zischen und wieder besiegte Aura, nur wenn sie alle hassen sollen. Ja, eigentlich nicht. Sie ist ja eigentlich eher so ein Sonnenschein. Eigentlich ist sie ja ein kleiner Sonnenschein. Auch wenn sie gerade tatsächlich eine schwierige Phase hat. Objekt im Schreinertisch herstellen. Wo willst du denn jetzt einen Schreinertisch herkriegen? Wobei, da kriegt sie ja bestimmt einen in Moonwood Mill. Oh, sie kann in dem kleinen Hütchen wohnen. Ich glaube, sie wird dann auch einfach nur ein bisschen Geld von ihrer Mutter klauen. Quasi. Also so 20.000, so das normale Starterbudget und den Rest dann zurücklassen, weil sie halt von zu Hause abhaut. Ich hoffe nur, dass Elia dann das Geld auch von ihrer Mutter erben wird, weil eigentlich ist es ja ihr Geld. Das ist ja das Geld ihres Vaters, was Ruby eigentlich nur verwaltet. Du kannst doch mal hier deine Tetrapacks trinken. Du hast nämlich schon wieder ganz schön Durst. Und sozial brauchst du. Warte, Bounty. Bounty. Wo ist unser Bounty-Mädchen? Hi. Und dann nochmal was trinken, weil irgendwie löscht das nicht wirklich Durst. Das löscht immer nur so ein klitzekleines bisschen. Das ist schon ziemlich nervig. Deswegen trinke ich eigentlich lieber mit meinen Sims von anderen Sims. Weil diese Päckchen, die bringen halt gefühlt gar nichts. Oder mache ich irgendwas falsch? Ich hätte doch das Erbe bekommen. Das war doch viel. Ja, das ist ja das, was ich gerade erklärt hatte. Vielleicht doch einfach trockenen Magen, denn von Essen wird sie eh nicht satt. Ja, das stimmt, aber da kann man halt auch nicht mal zusammen essen gehen oder so. Das fände ich halt schon irgendwie schade. Ich würde das Geld ihres Vaters einfach mitnehmen, schließlich ihr Geld. Ja, aber dann sind wir halt von Anfang an so reich und das ist halt schon... Ist halt schon viel. Also wir können ja gerne mal abstimmen, ob wir das Geld mitnehmen von Anfang an oder ob wir nur mit dem Nötigsten abhauen. Weil wenn Elia abhaut, ohne wirklich das mit ihrer Mutter abzusprechen, ist es ja eigentlich auch klar, dass sie dann das große Vermögen nicht mitnehmen kann, weil ihre Mutter das ja verwaltet. Weil Elia ist ja noch minderjährig. Nein, das ist bei mir auch so. Päckchen bringen so gut wie nichts, leider. Das ist halt echt nervig. Das ist richtig nervig. Hier, lass das mal aufräumen. Und dann darfst du nochmal ein bisschen Yoga machen. Vielleicht, wenn sie eine junge Erwachsene ist, dass sie dann das Geld kriegt. Die Idee ist gut. Finde ich gut. Ich glaube, bei dem Erbe wird dann ein Teil auch an Blaine gehen. Was aber im Anbetracht der Menge, glaube ich, auch okay wäre. Ah, ja. Ja, weil das ja jetzt offiziell Rubys Geld ist. Das stimmt. Oh, oh. Aber sie ist so ein kleiner Tollpatsch. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass tollpatschige Sims vom Hochbett fallen. Das war mir vorher gar nicht so klar. Ich habe das jetzt in einem privaten Spielstand gesehen. Die beiden genießen einfach jetzt ihr Eheleben und Ruby direkt so... Das ist irgendwie schön. Auch wenn die linke Seite immer noch als die von Salazar gekennzeichnet ist.
Weil dann ist sie volljährig und hat Zugriff aufs Geld. Würde Sinn machen. Also ich würde, wie gesagt, gerne mit ihr noch ein bisschen als Teenager spielen, weil wir ja auch bald das Teenager-Pack bekommen. Das dauert ja auch nicht mehr so lange. Du wirst nicht trinken. Ja, die fallen vom Hochbett, die fallen von der Leiter runter. Und dann kommt das Unglücksrad und dann ist das Geld weg. Das Unglücksrad wurde heute noch nicht einmal eingelöst. Das hatte ich noch nie, wusste gar nicht, dass das geht, vom Hochbett fallen. Das geht. Aber ich glaube nur bei tollpatschigen Sims. Oh, 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 Mäuschen. Ja, sie mag Wellness. Aber du darfst gerne einmal duschen gehen. Ja, na klar und nein. Also es ist sehr... Also schwankt. Also 15 Stimmen sind für Ja, 13 Stimmen sind für Nein. Also es ist knappe Kiste. Es ist eine knappe Kiste. Wenn Elian das Geld kommt, nimmt sie das gesamte Geld ihres Vaters, da Ruby sich nicht um sie gekümmert hat. Sie gibt aber Blaine was vom Erbe, da er wenigstens an ihrer Seite ist. Ja. Okay, Elian nimmt ihr Erbe mit. Okay, das heißt, sie bekommt das Geld dann direkt. Und nimmt es direkt mit. Das heißt, sie kann... Sie ist richtig reich. Sie weiß gar nicht, was sie mit dem ganzen Geld machen soll. Was denkst du jetzt an Außerirdische? Nach der Wahrheit suchen. Such mal nach der Wahrheit. Bei dir alles okay? Oh, er hat Muskelkater. Dann iss mal was. Du darfst dich hier direkt mal nützlich machen und verdorbenes Essen aussortieren. Und du, du darfst erstmal pinkeln gehen und duschen. So sieht's aus. Ich spare gerade fleißig für das Unglücksrad. Das freut mich. Es tut mir leid, ich muss leider vom Stream gehen, da mein Internet gerade verrückt spielt. Vielleicht schaue ich später nochmal rein. Tschüss. Danke, Mimi, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich würde sagen, nur ein Teil vom Geld, das, was Ruby hat, offen liegen lassen. Ja, es wären halt die 20.000 gewesen. Aber das Geld kam doch von Elias Vater. Da hat doch nur sie ein Anrecht drauf, weil Blaine nichts mit Reif zu tun hatte. Ruby gehört das Geld nicht, sondern hat es nur verwaltet. Das stimmt. Vielleicht nimmt sie auch einfach das Sparbuch mit. Sie darf da zwar erst dran, wenn sie 18 ist, aber sie greift sich das Sparbuch einfach und geht, weil sie weiß, wo ihre Mutter das liegen hat. Vielleicht machen wir das so. Aber ihre Mutter ist jetzt wach. Das heißt, wie sie langsam den Kopf dreht, ne? Creepy. Sie wird sie jetzt anbrüllen, fragen, was sie für ein Problem hat und einfach... Sie ist einfach traurig darüber, dass sie nicht zur Hochzeit eingeladen wurde. Sie wird ihr ironisch gratulieren. Sie ist alles Gute zur Hochzeit übrigens. War bestimmt toll. Unabhängigkeit verlangen. Dann einfach dieses... Warum wohne ich eigentlich noch hier, wenn du mich eigentlich gar nicht da haben willst? Du kümmerst dich nicht um mich, du hast dich nie wirklich um mich gekümmert, du bist immer nur am Arbeiten und jetzt bin ich nicht mehr zu deiner Hochzeit eingeladen gewesen. Und Ruby wird dir versuchen zu erklären, dass es daran liegt, dass sie einfach nicht sonnenresistent ist und sie nicht der Gefahr, er ist am Pinkeln, nicht der Gefahr aussetzen wollte, dass sie eventuell in der Sonne verbrennt und ihr irgendwas passiert. Und Ruby wird dann sagen, ich bin aber sonnenresistent. Ich kann gar nicht verbrennen, mir passiert nichts in der Sonne. Und Ruby wird sagen, seit wann das denn? Du hast immer gesagt, dass das brennt wie ein Sonnenbrand. Du hast mir gesagt, dass die Sonne schadet dir. Deswegen habe ich dich nicht mitgenommen. So, tja, Mom, jetzt bin ich aber sonnenresistent. Oh Gott, Elia ist irgendwie eine ganz schöne Zicke. Also momentan auf jeden Fall. Momentan ist sie eine ganz schöne Zicke. Ich bin resistent, du gehst gerade mit mir. Ihr Sparbuch meinst du, dass sie es besitzt, aber nicht verwenden kann, oder? Ja, genau. Genau. Ich bin nicht schuld an dem ganzen Drama, zumindest nicht alleine. Es ist doch wohl klar, dass ich sauer bin, bei allem, was zwischen uns passiert ist. Oh! Oh! Oh, das ist traurig. Oh. Vor allem... Beide wollen es nicht, aber der Schrei schaukelt sich immer höher und höher und höher. Und es eskaliert einfach gerade
alles. Sie werden wegen allem streiten, wegen jeder Kleinigkeit, die sich irgendwann mal aufgestaut hatte, die passiert ist, aber die wirklich nie ausgesprochen wurde. Und jetzt entlädt sich quasi einfach alles, weil dieser... Oh Gott. Dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Dieser große Tropfen, dass sie einfach nicht zur Hochzeit ihrer Mutter durfte, auch wenn Ruby natürlich gute Gründe dafür hatte, auch wenn Elia die gerade einfach nicht versteht, weil sie sagt, ich kann auf mich selber aufpassen. Ich kann doch selber entscheiden, ob ich hingehen möchte oder nicht, aber du hättest mich wenigstens fragen können, ob ich dich begleiten möchte. Und Ruby wird sagen, ich bin immer noch deine Mutter. Ich bin immer noch deine Mutter, es ist meine Pflicht, auf dich aufzupassen. Ja, aber diese Pflicht hast du ja nie wirklich gut erfüllt, oder? Und das wird Ruby natürlich verletzen und dann schaukelt sich das immer höher und höher und höher und dann hassen sie sich irgendwann. Oh Gott, ich bin schon wieder zu sehr im Storytelling drin. Warum durfte ich nie meinen Vater sehen? Ich habe nicht einmal ein Bild von ihm. Ja. Ja, weil ich nicht weiß, wer er ist. Ich habe nur einmal mit ihm getechtelmechtelt und ihn dann nie wieder gesehen. Und du solltest sowas nicht tun. Denn man wird ganz schnell schwanger, auch mit Oh Gott. Oh mein Gott, es schaukelt sich gerade so. Aber das wird dann Elia wirklich zum Anlass nehmen, von zu Hause abzuhauen. Dann finde ich die Sparbuch-Variante eine gute Idee. Ist halt schwierig, das umzusetzen. Aber wir können ja auch sagen, sie darf nicht unter 250.000 Simoleon gehen, weil das Geld auf dem Sparbuch ist oder so. Ich glaube, so kann ich mir das ganz gut vorstellen. Faraday, danke schön für 100 Bits. Vielen Dank. Oh, ich möchte, dass das richtig gut runtergeht. Die Streit schlichten, nee, erschrecken. Ich muss jetzt hier leider echt viel negative Sachen machen, damit das hier halt runtergeht. Oh, Jason, jetzt nicht. Geh halt hoch. Geh halt hoch. Ist ganz schlecht. Wir streiten hier. Och man, Jason. Okay. Das war ja ein großer Vertrauensbruch. Und weil Sims das ja leider nicht macht, werde ich das jetzt cheaten. Deswegen, ich mach mal wirklich unbeliebt. Ich glaube, das ist ganz gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das tut mir echt leid. Und jetzt wird sie nämlich auch zu Jason gehen und ihn einfach aussagen. Quasi als Protest. Sie hat eigentlich gar nichts gegen Jason, aber sie ist gerade einfach so sauer, dass sie sich einfach gerade nicht kontrollieren kann, weil sie halt schon Durst hat. Jan, hi, schön, dass du da bist. Ich könnte auch Unglücksrad reinlösen. Ja, wenn ihr das wollt. Eieiei. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Nee, irgendwie auch nicht, aber irgendwie doch und... Ah. Drama Alert! Drama! Aber das geht wenigstens gut hoch, im Gegensatz zu diesen blöden Tetrapacks. Und dass du jetzt eine Massage willst, dass ein Massagetisch kaufen, wundert mich auch irgendwie nicht. Okay, Elia wird jetzt irgendwelche Sachen einpacken. Oh, das ist alles nichts von Elia. Sie geht jetzt nämlich ganz sauer in ihr Zimmer. Und hier, Blaine, mach mal bitte die Musik aus. Sie muss einmal kurz mit ihrem Bruder reden und über das unfaire Leben jammern und würde ihm auch sagen, Blaine, es hat nichts mit dir zu tun, aber ich habe mich gerade so mit Mom gestritten. Ich halte es hier einfach nicht mehr länger aus. Ich muss hier weg. Ich bitten, Vertraute zu sein. Ja. Oh mein Gott, das passt ja perfekt auf unsere Situation. Oh mein Gott. Oh, wir brauchen ein Drama-Emote, oder? Unsicherheit mitteilen. So, Blaine, wir müssen gehen. Also, dann hast du dein Zimmer für dich alleine. Und ja, ich muss einfach weg. Ich muss einfach weg. Ich halte das mit Mom hier einfach nicht mehr aus. Und ich kann mich auch nicht kontrollieren. Ich bin momentan einfach so wütend. Und es... Es tut mir leid, du bist hier gerade erst eingezogen, aber ich muss weg. Ich hoffe, du verstehst das. Also, ich will auch nicht gesucht, nicht gefunden werden, aber wir können natürlich gerne in Kontakt bleiben. Nur ich kann Mom einfach gerade
einfach nicht sehen. Ich ertrage das hier nicht länger. Blaine wird sie natürlich unterstützen, auch wenn er natürlich traurig ist, deshalb, weil... Kannst du sie trösten oder so? Kannst du sie trösten? Ah, Dramas. Bitten zu verwandeln. Die Vampirgeschwister wäre auch geil irgendwie, oder? Aus Solidarität. Oh nein, Amara, jetzt nicht. Oh mein Gott, wollen wir ihn verwandeln? Wollen wir ihn verwandeln? Also ich kann mir vorstellen, dass er das irgendwie sogar anbieten würde. Dass Blaine das irgendwie tatsächlich anbietet. Nach dem Motto, ich lasse dich nicht alleine. Niemals. Und wenn es dir hilft, dann mach mich zu dem, was du bist. Irgendwie wäre das süß. Dann wären die halt wirklich unzertrennlich. Dann wären das halt wirklich diese Vampirgeschwister. Wären die süß? Weil es wäre... Leute, es wäre so dramatisch. Es wäre so dramatisch, weil Ilia ist ja unsterblich, wenn nicht irgendwie was passiert wie bei ihrem Vater. Und wenn Blaine dann immer älter wird und immer älter wird, irgendwann ein Senior ist und Ilia, die kleine Schwester, ist immer noch eine junge Erwachsene und dann verliert sie Blaine irgendwann, weil er einfach an Altersschwäche stirbt oder an irgendwelchen anderen Sachen und sie verliert einfach ihren Bruder. Ist die Frage, wollen wir ihn verwandeln? Sie hat keine Vampirerschaffung, aber ich könnte sie ihr geben. Das ist ja, geht ja relativ fix. Puh. Blaine hat auch eine tolle Frisur. Ist auch nicht Sisi, oder? Doch, die ist Sisi. Eieiei. Sie wird jetzt Sachen packen. Kann sie irgendwas packen? Nee. Sie hat halt auch kein Bild mit ihrer Mom. Sie hat gar nichts. Upsi. Upsi. Aber ich möchte, dass sie noch ein Bild mit ihrer Mom hat. Ich möchte... Wir tun einfach so, als hätte sie das Foto schon vorher gemacht, aber ich möchte gerade einfach wirklich ein Foto mit ihr haben. Dann haben sie das Foto irgendwie gemacht, bevor sie abgehauen ist. Ja, natürlich geht das. Komm her, hier. Du kommst auch hierher. Dass sie dann ein Foto mitnehmen kann, weil so ganz ohne fände ich echt schade. Foto machen mit Ruby. Es gibt vielleicht auch noch mal ein bisschen Plus hier oben. Die Fupsis wünschen sich eine Verwandlung. Oh mein Gott. Und Elia wird ja vielleicht ihre Kinder im Alter verlieren. Ja, das stimmt. Schade, dass wir hier nicht noch weiter auf Abstand gehen können, aber das ist trotzdem ein süßes Bild. So, sie und ihre Mom. Das sind Bilder, die sie mitnimmt. Und hier, Ruby, du darfst hier... direkt mal die Schüssel lernen. Und, oh Gott, das ruckelt schon wieder. So, besser. Und du darfst ein Bild machen mit deinem Bruder. Und dann werden wir gleich hier noch ein bisschen lernen, damit wir die Vampirerschaffung bekommen. Damit wir Blaine verwandeln können. Oh je. Werwölfe können auch unsterblich werden. Zum Glück, zum Glück. So, ein Foto! Angie! Oh, das ist süß. Ich liebe die beiden. Gerade auch, weil sie so unterschiedlich sind. Aber es ist auch ein krasser Liebesbeweis. Oh, Blaine, du bist so lustig. Es ist auch ein krasser Liebesbeweis von Blaine, dass er sich von ihr verwandeln lässt und sein normales Leben, seine Sterblichkeit aufgibt für seine kleine Schwester, um auf sie aufpassen zu können. Das ist echt... echt krass, finde ich. Oder? Ich weiß gar nicht, was wir für Punkte brauchen. Wir brauchen 3 Punkte. Wer ruft hier an? Glückwunsch. Und er hilft ihr jetzt gerade, weil er nebenbei auch versucht zu lernen oder so. Ich glaube, Jace würde es gar nicht gefallen, wenn sich Blaine verwandeln lassen würde. Aber er würde seinem Vater auch einfach nicht sagen, weil das ist einfach ein Geheimnis zwischen den Geschwistern. Wer ruft dich jetzt an?
Michael möchte vorbeikommen. Ja klar, komm vorbei. Es ist zwar hier gerade komplett Aufbruchstimmung, aber es ist okay. Oh, sie hat schon 4. Wunderbar. Sie hat Vampirerschaffung. Oh mein Gott. Und sie ist traurig, weil ihre Mutter gerade in der Nähe ist. Das heißt, Blaine hat ihr quasi gerade beim Gespräch angeboten, dass sie ihn verwandeln kann. Und er meinte, dann kann ich dich besser verstehen, dann kann ich besser für dich da sein und auf dich aufpassen und dich beschützen. Hör auf, mit deinem Stiefvater zu reden. Und Alia wird antworten, ich weiß nicht, bist du dir sicher? Und Blaine wird das bestätigen und sagen, ja, natürlich, ich war mir noch nie in meinem Leben so sicher. Und dann ist halt Alia kurz an den Laptop gegangen, hat das recherchiert, wie man das überhaupt macht. Und jetzt hat sie es quasi im Internet gelernt und jetzt wird sie ihm das anbieten. Oh mein Gott, in Vampir verwandeln. Oder wie macht man das? Kann man das auch einfach freundlich anbieten? Kann man das freundlich anbieten? Dann ist es nicht so gezwungen. Wir bitten, Vertraute zu sein, haben wir das schon gemacht. Hier, wir machen erst nochmal das mit dem Vertraute. Die wohnen dann nicht zusammen, nein. Die wohnen dann nicht zusammen. Freundlich. Anbieten zu verwandeln. Oh mein Gott, er will nicht unser Vertrauter sein? Nein, Mikael. Nein, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ruby, ganz schlechter Zeitpunkt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Hier, geh mal Techtelmechtel machen. Ganz schlechter Zeitpunkt. Oh, gerade nochmal abgewehrt. Mach die Mucke aus. Mach die Mucke aus. Freundlich. Und... Ah, da war es doch gerade. Anbieten zu verwandeln. Sie könnte ja noch Forgotten Hollow ziehen. Ja, könnte er. Ich bin noch nicht sicher, wohin damit Blaine. Aber dann hätten die halt wirklich so ein richtig gutes Verhältnis zueinander. Und das fände ich halt schon echt schön. Ja, geht ihr mal Techtelmechtel. Viel Spaß. Wir machen hier unten gar nichts. Wir machen gar nichts. Wir machen gar nichts. So, Blaine, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Also ich kann es machen. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich kann es versuchen. Möchtest du? Er sagt ja. Oh mein Gott, Mikael! Oh, Mikael, du... Oh, Mikael, du zerstörst gerade den Screenshot. Och, Mensch. Ach, Mikael. Mikael, geh nach Hause. Warum habe ich gesagt, dass er kommen darf? Geh weg. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Dankeschön. Oh mein Gott. Und jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es passiert. Es passiert. Oder sollen die beiden zusammen abhauen? Wollen wir eine Abstimmung machen? Sollen die beiden zusammen abhauen? Oder soll Elia alleine abhauen? Er trinkt ihr Vampirblut. Er trinkt ihr Vampirblut. Ah, Blaine, nicht so viel. Entschuldigung, ich habe irgendwie die Kontrolle verloren. Blaine Barry hat die Essenz eines Vampires verzehrt und wird sich in ein paar Tagen verwandeln. Oh mein Gott. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Was haben wir getan? Sie wird auch direkt fragen, Blaine, alles okay? Bitte einfach nochmal Vertraute zu sein. Ist alles okay bei dir, Blaine? Habe ich dir wehgetan? Oh Gott, Smurly. Oh, Smurls. Smurls. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Smurly. Oh Gott, ihr kommt
zu einem so dramatischen Zeitpunkt. Merle, danke schön für deinen Follow. Oh Gott. Und Wuschelpuffelt ja auch. Dankeschön. Oh. Wir haben gerade unseren Bruder verwandelt. Ich wollte eigentlich schon lange aufhören, aber ich kann jetzt nicht aufhören. Wir haben gerade unseren Bruder verwandelt in einen Vampir. Oh mein Gott. Beaches, danke schön für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ah, ihr Lieben. Wir haben hier gerade eine Abstimmung laufen, ob ihr Bruder... Also das ist die letzte Folge von Generation Rot von der Not So Berry. Schaut das nächste Mal fangen wir mit Generation Gelb an und das ist sie, beziehungsweise auch er. Das ist quasi beides Generation Gelb. Und jetzt sind wir am Überlegen, ob Blaine, ihr Bruder, mitkommt, wenn sie auszieht, oder ob sie alleine auszieht. Und da läuft gerade eine Abstimmung. Oh Gott! Die Frisur der Gelben ist wunderschön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ein Vampir. Sie ist ein geborener Vampir und ihr Bruder, also ihr Halbbruder, eigentlich nicht. Aber wir haben ihn gerade gebissen und er hat gerade unser Blut getrunken. Und jetzt wird er sich in ein paar Tagen verwandeln. Was haben wir getan? Was haben wir getan, Leute? Okay, was sagt die Abstimmung? Ja. Okay. 45 Leute sind für Ja und 15 sind für Nein. So, dann hauen die zusammen ab. Das ist süß. Okay, dann muss er aber noch ein Bild mit seinem Papa machen. Das ist sonst zu traurig. Oh, ich glaube, ich mache ein Gruppenfoto mit allen. Ein Gruppenfoto von der Familie. Oh mein Gott, ist das dramatisch. Meine Damen und Herren, Sie sind am Lachfleisch gestorben. Ich hoffe, mir läuft das auch. Vergessen besser. Sie nicht, ein paar Bits zu hinterlassen, wenn Sie können. Hey, Levin, nein, ich blamier mich. Nein! Was hab ich getan? Es läuft alles aus der Bahn. Nach allem, was wir gespielt und sahen, passiert ein Ups, ich kann das nicht mal erklären. Singt jetzt Misha um. Nun auf diesen Moment zu. Nur ein einziges Wort lässt mir keine Ruhe. Das heißt Ups, Ups, Misha, Ups, Ups, Misha, Ups, 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 Ups. Was hab ich wieder getan? Yay! Dankeschön! Gesekul, dankeschön für deinen Follow. Und auch dir, kleine Anna, ganz, ganz lieben Dank. Oh Gott, erstmal blamieren nach dem Raid hier. Was soll das denn? Ich suche gerade eine Kamera, damit wir ein schönes Familienfoto machen können. So, jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky. Wir machen jetzt zusammen ein Familienfoto. Mit Papa. Mehr oder weniger Papa. Mit Ruby. Mit Ilya. Und mit Blaine. Und ich habe noch keine Ahnung, wie wir die alle positionieren wollen. Aber wir versuchen es. Ich habe ein paar Posen drin. Keine Ahnung welche. Ja. Irgendein Familienfoto, ein Gruppenfoto. Friendship. Das sind nur drei. Oder können wir zum zweiten Foto machen? Oh, ein richtig schönes. Da haben wir. Das sind auch nur drei Leute. Hier nur zwei Leute. Ich will doch nur ein Familienfoto machen. Hm, das ist das auch nicht. Hier alle komplett live dabei hier. Die Kein nach vorne. Was meinst du? Das Timing der Werbungsset. Das, was ich gehört habe, fand ich sehr cool. Oh nein! Ja, wir hätten eigentlich nochmal eine Werbepause machen müssen um halb. Jetzt ist die Werbung von alleine gestartet. I'm sorry! I'm sorry! Das Timing der Werbung ist manchmal einfach ein bisschen doof. Ich will ein
Ein Familienfoto. Familienfoto. Das ist glaube ich auch nur zu zweit. Drei. Vier. Ja, aber das passt nicht als Familienfoto. Das passt leider nicht als Familienfoto. Schade, schade, schade. Mist. Ich will doch nur ein schönes Familienfoto. Glaube ich ja auch nicht, oder? Christina und Sonny Rose, Dankeschön für eure Follows. Ganz lieben Dank. Alles gut, Werbung ist voll in Ordnung. Danke, Smirly. Die Kleinen meint sie, glaube ich. Die Kleinen da vorne. Ja, ich brauche halt eine Pose dafür. Aber es sieht gerade nicht so aus, als hätte ich eine passende Pose. Also, falls jemand gerade eine passende Pose hat, gerne den Link reinschicken. Dann würde ich das kurz installieren. Ansonsten nehme ich einfach eine andere Pose. Hiervon zum Beispiel. Das geht. Aber mit Mittelfinger und so, das ist ja eigentlich nicht so das Verhalten von denen. Dann würde ich halt das machen. Linker Sim, mittlerer Sim. Linker Sim mit Foto? Hintergrund-Sim? Ja, du bist der Hintergrund-Sim. Ich guck mal, was ich jetzt zaubern kann. Dann Ruby. War das hier? Ich glaube ja. Ist das Selfie-Sim? Blaine. Ist der. Keine Ahnung. Der linke. Und Elia ist Middle Front irgendwie, oder? Oh, ich hab grad Bauchweh. Danke, Smiley, für deinen Raid. Dankeschön und ich wünsche dir guten Appetit. Irgendwie gibt es so viele Posen und doch nicht die, die man in dem Moment braucht. Muss für meine Jungs mal eine passende Pose machen, weil ich keine passende finden kann. Kannst du selber Posen machen? Kannst du selber Posen machen? Azizan, danke schön für deinen Follow. Ganz lieben Dank dir. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und sitze im Lurk weiter hier. Dankeschön, meine Liebe. Vielen Dank. Middle Front. So, das müsste jetzt eigentlich hinhauen, oder? Elia. Ah! Auch wenn das mit dem Peace irgendwie ein bisschen nervig ist, dass die Hand im Gesicht ist. Das ist ein bisschen doof, oder? Eher schlecht als recht, aber ich versuche mich daran. Oh, das ist sau cool. Aber müssen wir euch noch umziehen? Dresser, Outfit wechseln. Ich hätte gerne die normalen Alltagsoutfits, bitte. Dresser. So. Und du auch, Jason. Du auch. Dresser. Outfit wechseln. So. Und jetzt zauber ich ein bisschen, liebe Leute. Ich werde mir nämlich einen Sim holen. Die zur Familie hinzufügen. Sie ein Selfie machen lassen. Was ist das für eine Pose? So, wie heißt die? Oh mein Gott. So, dann hat sie jetzt die Fotografiefähigkeit. Schaue ich gleich mal wegen der Pose. Ah, nicht, dass es wieder hängt. So. Dann gehe ich auf ihre Fähigkeiten. Schiebe die Fähigkeiten auf maximal bei der Fotografie. Gebe ihr dann diese Kamera, die ich geholt habe. Und sag ihr, dass sie da... Nein. Dass sie hier hingehen soll. So, jetzt geh mal hier hin. Das müsste ein guter Abstand sein. Und dann sage ich, dass sie ein Foto machen soll.
und dann haben wir hier ein Familienfoto. Das breit finde ich schöner. Und so einfach ist das. Aber ich würde noch mal ein bisschen nach rechts gehen. So. Also noch mal ein bisschen hier hingehen. So. Und jetzt noch mal. Ja, die Frau hat richtig gruselige Augen, oder? Es gibt von Ravishing eine Mod, mit der du selbst solche Bilder machen kannst. Den Tab habe ich von Lena bekommen. Selbst solche Bilder? Inwiefern? Ach, da seid ihr. Und hier ein Gruppenfoto quasi. Aber die Pose ist nicht so schön irgendwie. Die Pose ist leider nicht so schön, aber das ist egal. Wir haben dann ein Bild mit allen Sims drauf. Das stoppt schon wieder. Vielleicht haben wir ja irgendwo noch eine zweite Pose. Ich wollte ja sowieso noch mal gucken, wie die Pose hieß. Die Pose heißt SS Gang Gang Postback Part 1. So heißt das, was sie gerade machen. Hier haben wir... das könnte auch noch passen. Das nicht. Oder das hier oben könnte passen. Rechter Sim. Sie ist... das war zu weit. Wo ist es? Hier. Mittel rechts. Wenn es nicht passt, müssen wir uns gleich einmal tauschen. Mitte links. Und sie ist dann ganz links. So. Also hole ich die mal alle aus ihrer derzeitigen Pose raus. Zack und zack. Einmal umpositionieren. Dankeschön. Er ist ein bisschen lütt. Blaine, ich glaube, du darfst schon ein bisschen größer sein. Hier. Und? Blaine? Geht das nicht, während du in der Pose stehst? So, und jetzt? Reset. Höhe. Ach, du bist ja kein Preteen mehr. Oh mein Gott, ich habe das falsch gemacht. Oh, ich habe das falsch gemacht. Ich hoffe, ich kriege ihn so wieder in die Pose rein. Kathi, danke schön. Danke schön für 4 Monate. Ganz, ganz lieben Dank. Hallo Misha, dachte erst, ich kann mein Abo nicht verlängern, weil ich einen kleinen Engpass hatte. Aber dank einer glücklichen Füge und einer unerwarteten Rückzahlung kann ich es doch. Oh Kathi, mach dir da bitte keine Gedanken. Wenn es mal nicht passt, dann passt es nicht. Dann ist das überhaupt nicht schlimm. Aber ich freue mich natürlich. Ganz, ganz lieben Dank. Drück dich. So, wo ist jetzt die Pose? Ich habe sie schon wieder verloren. Hier. Mitte links. So. Er hängt zwar ein bisschen auf dem Arm seiner Mutter, aber das ist okay. Nein, du wirst jetzt keinen Blödsinn machen. Du wirst hier hingehen, Frau. Geh hier hin. Ja, so ist das, glaube ich, ganz gut. Und dann werden wir nochmal ein Foto machen. Tada! Ein Familienfoto. Oh, das ist cool.
So, dann machen wir jetzt einige Bilder. Ich habe nämlich die Fähigkeit hochgecheatet, damit die Fotos eine gute Qualität haben. So. Jetzt hänge ich hier zwei Bilder davon auf. Die hängen wir mal hier hin. Hervorragend. Und hervorragend. Das ist auch hervorragend. Das bekommt Elia. Welches hast du denn jetzt bekommen? Das hast du bekommen. Okay. Und dann bekommst du noch das hier. Das ist nämlich auch hervorragend. Super. Dann können wir ihr die Kamera nämlich noch mitgeben. Die Sachen können wir rahmen. Natürlich in Rot. Rahmen hinzufügen. Rot. Und diesen Sim werde ich jetzt ganz einfach wieder löschen. Verwaltung zum Löschen. Bye. So, und jetzt hole ich einfach alle aus der Pose raus. Und das war's. Haben wir ein Familienfoto gemacht. Elia schaut auf dem zweiten Bild nicht sehr glücklich aus. Ja, das ist ja auch das Alter, wo sie einfach gerade nicht sehr glücklich ist. Das macht ja sogar Sinn. So, Balgen und Tierpflege, spazieren gehen, kurz vor die Tür. Oh, Elia macht den Müll. Oh, Blaine, alles gut. Oh, was haben wir getan? Wir haben unseren Bruder verwandelt. Wir haben unseren Bruder verwandelt. Hätten wir das vielleicht nicht tun sollen? Aber ich finde es süß, dass wir jetzt Familienfotos quasi haben. Wir haben die sogar im Stream gemacht. Das fand ich ganz schön. So, ich werde die YouTube-Aufnahme jetzt aber beenden. Das nächste Mal zieht Elia aus. Wobei, nee, stopp. Stopp. Ich ziehe jetzt mit denen aus. Ich ziehe jetzt noch mit denen aus. Aber erst möchte ich gucken, ob Mama schwanger ist. Bist du schwanger? Ah, warte doch mal. Ruby, sag mir, ob du schwanger bist. Nein. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt in Welten verwalten und werde die Haushalte aufsplitten. In was verwandelt? In ein Vampir. Elia, das Puppertier. Auf jeden Fall. Also ziehen sie doch zusammen. Hattet ihr ja abgestimmt. Das war ja die Abstimmung. Ihr konntet ja sagen, entweder ziehen sie zusammen weg oder Elia zieht alleine. Das war doch gerade, das war doch das Ergebnis, oder? Oder irre ich mich gerade? Irre ich mich gerade? Neuen Haushalt erstellen. Elia. Ja, laufen zusammen weg. Okay. Und wir nehmen unsere ganze Kohle mit. Also Ruby hat ja auch Geld verdient, deswegen werde ich jeder so ein bisschen was lassen. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ich werde die jetzt als inaktiven Haushalt markieren. Dann könnt ihr nämlich ihr Leben einfach so weiterführen. Und du, beziehungsweise ihr, die machen wir mit Barry in Klammern gelb. So. Zieht jetzt nach Moonwood Mill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann ziehen sie hier in dieses Hüttchen. Das hat nämlich zufälligerweise zwei Schlafzimmer. Es kann auch sein, dass Blainer natürlich in ein, zwei Streams auch seinen eigenen Weg wieder geht, aber erstmal hauen sie zusammen ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind zusammen abgehauen. Die sind zusammen abgehauen. Oh mein Gott. Wir nehmen unseren Bruder mit und, weil das noch nicht schlimm genug ist, haben wir ihn in einen Vampir verwandelt. Er wird sich in ein paar Tagen verwandeln. Wir sind dann mit unserem quasi neugeborenen Vampirbruder irgendwo im Nirgendwo unter Werwölfen. Blaine, der sich dann natürlich nicht im Griff hat und erstmal alles beißen und anfallen wird, was ihm in den Weg kommt. Weil er ja erstmal alles neu verarbeiten muss mit seinem neuen Vampirgen. Elia wurde damit geboren, die wurde langsam rangeführt. Aber für Blaine ist das ja ein unstillbarer Durst, den er ja dann ganz plötzlich hat.
Und das mitten im Revier von Werwölfen, das wird, glaube ich, sehr, sehr dramatisch werden. Und jetzt, an dieser Stelle, beende ich jetzt die YouTube-Aufnahme. Das nächste Mal machen wir weiter hier mit Generation Gelb ganz offiziell. Vielen Dank fürs Zusehen, liebes YouTube. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye.